Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Mein Name ist Nicola Bock. Ich bin die Veranstaltungsleiterin von Agora Energiewende und werde Sie heute durch das Webinar führen, geleiten. Das Thema heute ist, was braucht die Industrie von der Politik, damit Deutschland bis 2050 klimaneutral aufgestellt ist? Und um das herauszufinden, haben wir, also Agora Energiewende, zusammen mit der Stiftung 2 Grad und der Roland Berger Unternehmensberatung einen Dialog begonnen mit 17 führenden Industrieunternehmen. Und herausgekommen sind im Rahmen dieses Dialogs 12 Handlungsempfehlungen darüber, was die Industrie jetzt von der Politik braucht. Und ich hole mal gerade hier sozusagen die Titelfolie der Studie, die wir vergangene Woche Montag veröffentlicht haben. Sie können sie bei uns auf der Webseite herunterladen. Im Chat wird zu gegebener Zeit dann auch ein entsprechender Hinweis sein mit dem Link. Vielleicht haben Sie schon einen Blick reingeworfen in die 68 Seiten umfassende Publikation. Falls nicht, dann ist es sehr gut, dass Sie heute hier sind, denn darum soll es heute gehen. In den nächsten 2 Stunden werden wir Ihnen die Ergebnisse dieses Dialogs vorstellen und sozusagen in Austausch treten mit Ihnen und mit verschiedenen Gästen, die wir auf dem Podium haben werden. Zum Ablauf möchte ich Ihnen mitteilen, es wird zunächst die Einführung ins Thema geben und eine Präsentation von den Projektpartnern. Zum einen ist das Dr. Patrick Greichen von Agora Energiewende und Stefan Scheible von Roland Berger. Im Anschluss haben wir einen Kommentar aus der Gewerkschaftsperspektive. Wolfgang Lemp von der IG Metall wird den übernehmen. Und danach wird es ein moderiertes Unternehmensgespräch geben mit 4 Vertretern von Industrieunternehmen, die an dem Dialog beteiligt waren, moderiert von Sabine Nallinger von der Stiftung 2 Grad. Abschließend dann, circa für die letzte halbe Stunde, haben wir eine moderierte F&A-Session vorgesehen, die Utz Tillmann, Senior Advisor bei Agora Energiewende, moderieren wird. Und gegen 16 Uhr ist dann die Veranstaltung beendet. Jetzt ein paar Hinweise zu dem Veranstaltungsraum, in dem wir uns befinden, zu Zoom. Diejenigen, die schon bei Veranstaltungen von uns waren, kennen das. Ich wiederhole mich in dem Fall dann aber gerne, denn es gibt doch ein paar Unterschiede zu den Zoom-Meetings, die man kennt. Also zunächst mal, ich habe hier unten einen kleinen Kontrollmonitor stehen, auf dem ich beobachten kann, was Sie, verehrtes Publikum, sehen. Wir schneiden die Veranstaltung mit, damit sie hinterher auf der Webseite abrufbar ist für diejenigen, die noch mal reingucken möchten oder die heute verhindert waren. Dann möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass wir 2 verschiedene Möglichkeiten haben, über die Sie mit uns kommunizieren können. Das ist zum einen mal der Chat und zum anderen der F&A-Bereich. Den Chat nutzen Sie bitte für sämtliche organisatorisch-technischen Belange. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben zur Technik, wenn irgendetwas nicht funktionieren sollte oder wenn Sie wissen möchten, wo Sie bestimmte Dinge vielleicht auf unseren Webseiten finden, das geht in den Chat. Meine Kollegin Maxima Zanke, die vielleicht einmal kurz die Kamera anmachen kann, damit Sie sie auch einmal gesehen haben, wird sich vornehmlich darum kümmern. Was Sie in den Chat packen, ist fürs Publikum nicht sichtbar. Und dann gibt es noch den F&A-Bereich, das ist das andere Fenster, was Sie unten sehen. Der ist vorbehalten für Ihre inhaltlichen Fragen, also alles, was die Präsentation, das Unternehmensgespräch, den Kommentar etc. betrifft. Die Fragen, die Sie da reinstellen, die bleiben so lange unsichtbar, bis wir sie adressieren. Das kann zum einen schriftlich erfolgen. Wir haben ein ziemliches Heer an Kollegen und Kolleginnen sozusagen hinter dem Vorhang, die sich darum kümmern, dass möglichst viele der Fragen beantwortet werden. Erfahrungsgemäß sind das nämlich jede Menge. Und bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir natürlich immer nur eine gewisse Auswahl treffen können, die wir dann für die Podiumsdiskussion verwenden. Wir versuchen auch zu clustern, also Fragen, die zum ähnlichen Thema sind, dann zusammenzufassen, um möglichst viel abzudecken. Und sie gleichzeitig aber auch nicht zu überfordern, denn wenn wir auf schriftlicher und audiovisueller Ebene Fragen beantworten, kann es schon mal etwas viel werden für die Auffassung. Ich möchte auch da kurz einmal die Kolleginnen und Kollegen vorstellen und bitten, einmal kurz die Kamera anzumachen. Das ist Jannik Steitz von Agora Energiewende, Annika Endres von Roland Berger, Heiko Ammermann ebenfalls von Roland Berger und Martin Kau und Dr. Daniel Valentin von
der Stiftung 2 Grad, die sich im sozusagen die ganze Zeit um die einkommenden Fragen kümmern werden und teilweise eben schriftlich beantworten oder eben für die Podiumsdiskussion hinterher auswählen werden. Kleiner Hinweis an der Stelle, wenn Ihre Frage sich an eine bestimmte Person auf dem Podium richtet, dann schreiben Sie das gerne mit da rein. Das erleichtert es uns, die Fragen zuzuordnen. Und da die Fragen in dem Moment, wo wir sie auswählen, sichtbar werden für den Rest des Publikums, lohnt es sich, noch einmal kurz drüber zu gucken, damit da keine Rechtschreib- oder Flüchtigkeitsfehler sich einschleichen. So, dann werde ich an dieser Stelle einmal die Menti-Umfrage beenden, schau noch einmal drauf und sehe, wir haben überwiegend Vertreter und Vertreterinnen aus dem privatwirtschaftlichen Bereich Industrie, gefolgt dann aber von Privatwirtschaft Sonstiges und Wissenschaft mit jeweils um die 30. Dann haben wir aus der Politik etwas über 20, also die abgestimmt haben, gefolgt von den Verbänden, viel aus dem Bereich Sonstige, da wäre dann interessant zu sehen, was das ist, und NGOs, Zivilgesellschaft und Presse auch einige Vertreter. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich stoppe mein Bildschirm teilen und bitte die Projektpartner jetzt aufs Podium. Ich möchte zunächst Dr. Patrick Greichen, Direktor von Agora Energiewende, aufs Podium bitten. Herzlich willkommen, Patrick. Dann Sabine Nallinger, Vorständin der Stiftung 2 Grad. Sehr schön. Herzlich willkommen, Frau Nallinger. Und Stefan Scheible, Global Managing Director von Roland Berger. Herzlich willkommen auch Ihnen. Und hiermit übergebe ich für die Begrüßung an dich, Patrick. Ja, vielen Dank, Nicola. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung. Über 300 sind inzwischen dabei. Freut mich sehr, dieses großes Interesse, das wir hier sehen. Wir haben zusammen mit der Stiftung 2 Grad und Roland Berger dieses Projekt aufgesetzt, weil wir die Frage vor uns ja haben, wir wollen Klimaneutralität bis spätestens 2050 erreichen. Das ist das politische Ziel, das die EU-Kommission und die Bundesregierung ausgegeben haben für Europa und für Deutschland. Und gleichzeitig soll der Industriestandort Deutschland gesichert werden. Und das bedeutet sicherlich, dass wir in ein völlig neues Paradigma reingehen. Die Politik muss der Industrie helfen, in Richtung Klimaneutralität zu kommen. Und die Frage ist, was heißt das genau? Das wollen wir in den nächsten zwei Stunden mit Ihnen gemeinsam erörtern und diskutieren. Es wird sicherlich auch ein bisschen kontrovers werden, weil das was unangenehm, neu sozusagen und ungewohnt, die Frage sozusagen, wie kann eine Politik für die Industrie aussehen, die Klimaschutz zusammenbringt. Und ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Und damit gebe ich gerne weiter an Sabine Nallinger. Ja, vielen herzlichen Dank, Patrick. Auch von meiner Seite ein ganz, ganz herzliches Willkommen an der Stelle. Du hast es schon angesprochen, Patrick, großes Interesse an unserer Studie, was uns natürlich sehr, sehr freut. Aber ich denke, dieses große Interesse steht für etwas, was wir in der Studie festgestellt haben, was wir in der Stiftung 2 Grad feststellen. Und ich würde von einem regelrechten Momentum sprechen für den unternehmerischen Klimaschutz und von einer Zeit, die reif ist jetzt, um ins Handeln zu kommen. Und daher freut es mich sehr, dass wir für unsere Studie 17 große deutsche Industrieunternehmen gewinnen konnten, die mit uns gemeinsam die Studie geschrieben haben. Und ohne die Ergebnisse jetzt vorwegnehmen zu wollen, eines, glaube ich, wird sehr, sehr deutlich, nämlich, dass zentrale Player der Industrie bereitstehen, dass zentrale Player der Industrie zum Treiber der Transformation geworden sind in Richtung Klimaneutralität. Und es zeigt auch ganz deutlich, dass die Unternehmen jetzt eben ins Handeln und ins Operationalisieren kommen wollen. Und was es jetzt noch braucht, und das haben wir ganz deutlich adressiert in unserer Studie, wir brauchen jetzt mutige und strategisch denkende Politikerinnen und Politiker, und wir brauchen einen notwendigen politischen Rahmen,
entlang, also der Wertschöpfungskette, einen Instrumentenmix entlang der Wertschöpfungskette, um ins Handeln zu kommen. Wir haben 12 konkrete Handlungsempfehlungen erarbeitet und ich freue mich gleich auf die anschließende Diskussion. Irgendwas stört jetzt gerade im Ton, aber ich hoffe, das kriegen wir im Griff. Also herzlich willkommen nochmal und ich freue mich auf den heutigen Austausch mit Ihnen. Und ich gebe weiter an Stefan Scheible von Roland Berger. Herr Scheible, bitte. Frau Menninger, herzlichen Dank. Auch von unserer Seite ein herzliches Willkommen. Man fragt sich jetzt, Unternehmensberatungen, die ja so ein bisschen einen Ruf haben, dann auch unternehmensfreundlich zu sein, jetzt so ein relativ hartes Klimaschutzthema. Für uns ist aus einer politischen Überzeugungslogik, und wir haben als Roland Berger ja auch immer einen sehr starken Arm, was Richtung Public Sector irgendwie angeht. Das wäre ein Schlüsselthema, wie man insbesondere bei energieintensiven Industrien da eins weiterkommt. Da kann man nicht Einzelmaßnahmen von der politischen Ebene machen, sondern man muss sich ganzheitlich angucken, wie ist eigentlich die wirtschaftliche Situation, die Kostensituation von Unternehmen, und was kann man dann auch in einer koordinierten Vorgehensweise den Unternehmen für Brücken bauen, dass man bestimmte Technologiesprünge schafft und da auch nach vorn kommt. Deshalb ist das für uns auch ein sehr überzeugungsgetriebenes Thema. Wir haben uns als Firma Sustainability und Nachhaltigkeit und Klimaneutralität ganz oben auf die Fahnen geschrieben und waren deshalb froh und dankbar, dass wir das gemacht haben. Man muss immer aufpassen mit schlauen Forderungen von Verbänden und von Beratern an die Politik. Aber ich glaube, wir sehen das Ganze auch aus einem Anstoß dann, um in einen Dialog mit den politischen Verantwortlichen reinzukommen. Und da ist jetzt, deshalb passt ja auch vom Zeitfenster nach der Bundestagswahl im Herbst sicherlich auch eine Chance, da zu gucken und wirklich in einem offenen Dialog, wo man nicht gegeneinander spielt, sondern sagt, wie kann es gelingen, auch in sehr energieintensiven, CO2-ausstoßstarken Industrien den nächsten Schritt hinzukriegen, dass wir letztlich den Standort Deutschland stärken. Das ist das Verständnis von unserer Seite. Ja, herzlich willkommen für diese begrüßenden Worte und dann wollen wir keine Zeit verlieren und gehen gleich in medias res. Patrick, ich übergebe an dich für die Einführung. Ja, ich will meinen Bildschirm teilen. Ich hoffe, Sie können das jetzt alle sehen. Und nochmal kurz die Motivation und auch die Kerngrundüberlegungen bei dem Projekt schildern. Worum geht es? Wir haben die Herausforderung Klimaneutralität 2050 bei gleichzeitiger Wachstum und Beibehaltung der Industriestruktur. Das hier ist jetzt ein Ausschnitt aus unserer Studie Klimaneutrales Deutschland 2050. Geht hier jetzt weniger um die Details als um dieses große Bild, nämlich es geht darum, dass diese Schere aufgeht. Deutschland als führende Industrienation hat weiterhin ein BIP-Wachstum und auch der Industriestandort bleibt erhalten. Das heißt, das BIP wächst weiter und gleichzeitig sehen wir, wie die CO2-Emissionen auf die Null im Jahr 2050 gehen. Und das heißt eine durchschnittliche Minderung der Treibhausgase um 25 Millionen Tonnen. Und das ist sozusagen der Job. Und wir haben im Grunde mit dem Szenario ja auch einen Weg gezeigt, wie das technologisch und ökonomisch machbar ist. Nun hat man aber das Problem, dass das Ganze ja sich auch betriebswirtschaftlich rechnen muss. Und da steht die Industrie aktuell zwischen Baum und Borke, denn jede neue Investition, die man jetzt tätigt, hat eine Lebensdauer, die weit über das Jahr 2050 hinausgeht, zumindest bei klassischen langlebigen Industriegütern, wie jetzt hier Hochofen, Steamcracker oder ein Zementofen. Und es ist klar, wenn ich jetzt nochmal in die alten konventionellen Technologien, die auf Kohle, Öl oder Gas basieren, gehe, dann endet das als Investitionsruine, wenn im Jahr 2050 kein CO2 mehr ausgestoßen werden kann. Auf der anderen Seite die innovative, die CO2-neutrale Technologie, die rechnet sich nicht. Die hat aktuell keinen Business Case. Und darum genau geht es, dass wir das überwinden müssen. Was waren die Rahmendaten und die Kernergebnisse unseres Industriedialogs?
Wie gesagt, wir sind gemeinsam mit der Stiftung 2 Grad und Roland Berger da unterwegs gewesen. Im letzten Herbst haben wir das gestartet, haben einen mehrmonatigen Dialog mit Vertreterinnen und Vertretern von führenden Industrieunternehmen geführt. Sie sehen jetzt hier die Liste der Unternehmen. Von Auru bis hin zu Wacker und Wolle Chemie ist, was die energieintensiven Industrien in Deutschland angeht, denke ich, viele namhafte Vertreter dabei. Und wir werden ja jetzt hier auch heute 4 Unternehmen haben, die genau mit uns die Ergebnisse diskutieren. Die Kernergebnisse, die Sie auch in der Studie dann finden werden, auf einen Blick. Erstens, das Projekt Klimaneutralität ist kein Selbstläufer, sondern es braucht verlässliche Rahmenbedingungen, damit diese Transformation geht. Die Unternehmen aber sind bereit, diesen Weg zu gehen. Das war sehr deutlich eben. Aber sie brauchen einen Instrumentenmix. Zweitens, der entlang der industriellen Wertschöpfungskette, also Upstream, Midstream und Downstream, die richtigen Anreize setzt, damit das möglich ist und gleichzeitig Wettbewerbsfähigkeit gewährleistet ist. Und drittens, man hat jetzt nicht mehr viel Zeit. Denn jede Investition, die in den 2020ern getätigt werden soll, die muss ja vor diesem Hintergrund klimaneutral sein. Und dafür müssen die kernpolitischen Ergebnisse jetzt geliefert werden. Noch in dieser Legislaturperiode kann man anfangen, aber vor allen Dingen im Rahmen der Koalitionsverhandlungen und einem Sofortprogramm in der nächsten Legislaturperiode geht es dann darum, dass wir das gleich 2022 beschließen. Was sind die Kerntechnologien, um die es geht, wenn wir in der Industrie auf Klimaneutralität gehen wollen? Es sind 5 Säulen, 5 Strategien, die von elementarer Bedeutung sind. Das erste ist, es braucht viel grünen Strom, und zwar vor Ort, denn das ist die Voraussetzung für vieles, was in der Industrie passieren soll. Zweitens, ein großer Teil der Industrieprozesse, die jetzt auf Öl oder Gas basieren, kann elektrifiziert werden. Deswegen ist das eine zentrale zweite Strategie. Das dritte ist, es gibt Teile, die nicht elektrifiziert werden können. Dafür braucht es dann klimaneutralen Wasserstoff. Das heißt, hierfür brauchen wir eine europäische und internationale Infrastruktur und entsprechende Mengen. Viertens, ich habe Restemissionen, die nicht vermieden werden können in manchen Sektoren. Ich habe teilweise auch Negativemissionen, die es braucht. Das heißt, CCS und CCU sind die 4. Strategie, die zum Einsatz kommen wird. Und das 5. ist das Thema Kreislaufwirtschaft und Energieeffizienz. Natürlich geht es darum, dass wir am Schluss möglichst die Rohstoffe und die Ressourcen im Kreis führen und so den Bedarf an Materialien und Energie senken. Es geht also um eine Politik, die diese 5 Elemente möglich macht. Die übergeordneten Ziele für den industriepolitischen Rahmen, der diese 5 Strategien möglich macht, die wir gemeinsam diskutiert haben, war erstens, es braucht eine Wettbewerbsfähigkeit am Standort Deutschland. Es soll nicht Carbon Leakage geben, das heißt, dass die Industrie abwandert. Zweitens, es muss eine langfristige Planungs- und Investitionssicherheit geben. Das ist elementar, damit Investitionen am Standort Deutschland möglich sind. Drittens, wir brauchen eine unternehmerische Umsetzung in dem Ganzen. Das heißt, wir müssen Hemmnisse wie das EU-Beihilferecht oder langsame Genehmigungsverfahren, Verwaltungsvorschriften, die noch an alten Vorstellungen hängen, die muss man modernisieren. Und wir müssen großvolumig die Schlüsseltechnologien forcieren. Mit einzelnen Pilotprojekten kommen wir nicht mehr weiter. Es geht jetzt von der Demonstrationsphase den Übergang in die großflächige Einführung der CO2-neutralen Technologien. Das muss jetzt die Denke werden. Die 12 Handlungsempfehlungen, die Ihnen gleich Herr Scheible im Detail darstellen wird, hier einmal im Überblick.
Wir haben sie geclustert anhand der Wertschöpfungskette, also Upstream, Midstream und Downstream und dann eben übergeordnete Handlungsempfehlungen, die Sie unten in dem pinken Kasten sehen. Vielleicht auf einige hier kurz nochmal hingewiesen. Also Sie finden in diesem Upstream-Bereich zentrale Elemente dieser Strategien. Also Erneuerbare müssen ausgebaut werden, Wasserstoff, Kreislaufwirtschaft, CCS, CCU. Da ist viel, worum es Upstream geht. Und natürlich das Thema wettbewerbsfähige Stromkosten. Bei dem Midstream geht es dann im Kern darum, dass in der Produktion selbst die Produktionskostendifferenzen überbrückt werden. Also es ist immer noch teurer, eine Tonne Zement klimaneutral herzustellen als klassisch. Und wer deckt diese Mehrkosten bei gleichzeitiger Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit? Das ist genauso wie die Tonne klimaneutralen Stahl oder die klimaneutrale Chemieprodukte in allen Fällen die Schlüsselfrage, wenn es um Midstream geht, und da sind Carbon Contracts for Difference das zentrale Instrument, mit dem wir das überbrücken wollen. Und natürlich kann man Downstream auch gerade die Nachfrage nach klimaneutralen Technologien anreizen. Das sind dann verschiedene Optionen, die da auf dem Tisch liegen. Bei den übergeordneten Empfehlungen ein Hinweis auf zwei Sachen. Das eine ist natürlich der ganze Themenkomplex Emissionshandel und CO2-Bepreisung war ein wichtiger in der Diskussion. Der ETS, wir wissen es alle, wird weiterentwickelt werden durch die EU-Kommission. Und deswegen ist die Frage, wie da Carbon Leakage-Schutz und CO2-Zertifikatsausstattung garantiert werden, eine wichtige Ebene. Und das Zweite ist ein Level Playing Field, auch natürlich für die KMU, ist zentral in dem Zusammenhang. Ich gehe durch die Einzelnen jetzt nicht durch, weil das ist die Aufgabe von Herrn Scheibler. Vielleicht nur noch mal ein letzter Satz zum Schluss. Das Ganze ist inzwischen auch ein Wettrennen geworden, ein Wettrennen, welche Region in diesen Technologien jetzt die Nase vorn hat. Denn dadurch, dass Joe Biden für die USA das Ziel Klimaneutralität auch ausgerufen hat, wir das in Japan, wir das in Südkorea, in Kanada, in Großbritannien auch ebenfalls mit diesem Ziel haben und die Chinesen gesagt haben, Klimaneutralität vor 2060, in dem Moment ist jetzt klar, es geht nicht mehr um das Ob, sondern es geht um die Frage, wer ist in diesem globalen Wettlauf um die klimaneutralen Technologien derjenige, der sich die Marktanteile sichert für das, was da kommt. Und da sollten wir das Ziel haben, dass die deutsche Industrie da vorne mitspielt. Insofern hat das Ganze auch eine klare exportorientierte und industriepolitische Komponente. Und damit freue ich mich, an Sie weiterzureichen, Herr Scheible, um die 12 Empfehlungen im Detail durchzustellen. Danke, Patrick Reichen. Ich mache das sehr gern, weil das auch vom Setup, Sie haben es gerade schon beschrieben, welche eine Schlüsselsituation ist, wenn ich nochmal drauf gucke, wenn wir auf die nächste Folie gehen. Die Handlungsempfehlungen, die Sie schon beschrieben haben, ich glaube, das ist der einzige Ansatz, der hilft, dass ich die komplette Wertschöpfungskette, die Unternehmen abdecken und wo sie dann auch von ihrer Kostenstruktur wettbewerblich mit konfrontiert sind, angucke über Upstream, welche Energie, welche Rohstoffe nehme ich, welche Infrastruktur über die Produktion bis zum Absatz. Und um das nochmal einzuordnen, ich glaube, wir haben nicht viel Zeit. Sie haben vorher die USA oder Japan beschrieben. Wenn ich allein mal auf China gucke, die wirklich sich reinhängen müssen und der sehr dezidiert wettbewerbsmäßig von ihrer Produktqualität sich da positionieren, wenn die es nicht schaffen, mit ihrer Bevölkerungsstruktur massiv die Wertschöpfung pro Kopf zu erhöhen und intelligente Produkte zu platzieren, dann wird das ganz, ganz schwierig. Deshalb, wir haben überhaupt nicht die Chance zu sagen, wir bleiben auf den alten Technologien stehen und füttern die durch, sondern wir müssen nach vorne gehen. Deshalb dieser Ansatz über Upstream, Midstream, Downstream und dann runtergebrochen auf die 12 Einzelforderungen, die ich Ihnen jetzt im Folgenden gern vorstellen möchte. Das erste ist,
wenn wir von der Upstream-Seite kommen, was die Energie angeht, es muss erstmal ausreichend Energie auf einer erneuerbaren Basis geben. Wenn wir nehmen, wo wir im Moment stehen, auf Basis der EEG-Novelle, sind zusätzlich zu den in 2020 vorhandenen Leistungen von 115 Gigawatt soll nochmal 76 dazukommen. Wenn man aber wirklich anstrebt und unsere eigenen Ziele ernst nimmt, bei 100% erneuerbaren Strom bis 2050 zu landen, dann braucht man in 2030, und wir sind jetzt nicht bei Leistung wie eben, sondern dann bei Arbeit 650 Terawattstunden. Dafür brauchen wir dann insgesamt 140 Gigawatt zusätzlicher Leistung aus Wind und Solar, also ungefähr das Doppelte, was bislang da ist. Das heißt, man muss Planungs- und Genehmigungsverfahren insbesondere für die großen Windanlagen machen, aber auch, wenn ich mal angucke, was für Erneuerbare noch irgendwie im privaten Bereich an Einspeiseschwierigkeiten ist, wenn sie Mehrfamilienhäuser angehen oder sowas, muss man da offensiv rein. Parallel, damit das Ganze trägt, müssen sowohl Übertragungsnetz als auch Verteilernetz ausgebaut werden, und ich muss auch die politische Akzeptanz als Politik schauen, dass ich die hinkriege. Das mal als erster Punkt, ausreichend Energie. Wenn wir auf den zweiten Punkt gehen, was darf die Energie kosten? Wir reden hier insbesondere über energieintensive Industrien. Da stellen die Stromkosten einen wesentlichen Teil der Betriebskosten dar. Das wird auch nicht weniger, sondern mehr, weil im Zuge der Elektrifizierung noch weitere Segmente der Wertschöpfungskette durch Nutzung von Elektrizität ausgestaltet werden. Also der Verbrauch wird nochmal steigen. Und da wir Carbon Leakage vermeiden wollen, also sprich das Unternehmen einfach abwandern, brauchen wir deshalb auch von der Kostenseite langfristig international wettbewerbsfähige Stromkosten. Das langfristig, damit man auch bei einer Investition, die sich amortisiert, teilweise über 25, 30 bis zu 40 Jahren auch die Verlässlichkeit hat, um überhaupt zu planen. Man muss dann trotzdem eine Dynamik hinkriegen, weil es auch, sagen wir, Lerneffekte geben wird, dass eine Kostendegression stattfindet. Deshalb wäre es gut, Mechanismen zu schaffen, wo man den staatlichen Anteil von Energiekosten an dynamischen Benchmarks international regelmäßig anpasst und eine grundlegende Reform des Systems von Steuern, Abgaben und Umlagen auf Energie macht. Und ein Vorschlag, den wir auch unterstützen, ist, dass man die Restkosten, die aus der EEG-Umlage im Moment noch allen aufgebrummt werden, andersweitig finanziert. Beste Hebel wäre das wahrscheinlich über eine CO2-Besteuerung oder aus den Zertifikaten zu machen. Also Energie, Erneuerbare erhöhen und kostengünstig den Strom zur Verfügung stellen. Wenn wir zum nächsten Punkt kommen, ist dann für die Bereiche, wo es nicht wirklich sinnvoll ist, über Elektrifizierung die Produktion abzudecken, dass man in klimaneutralen Wasserstoff reingeht. Wenn man das nicht macht, wenn man den klassisch aus fossilen Materialien erzeugt, dann ist der Klimaeffekt nicht so, wie er sein soll. In der Übergangsphase kann man sicherlich darüber reden, ob man blauen oder türkisen Wasserstoff, also sprich das eine Mal den mit CO2-Abscheidung kombiniert als einen Hebel oder das andere Mal aus Methanspaltung das dann erzeugt. Aber insgesamt ganz klar auf Grün. Und da dazu muss man eine Wasserstoffinfrastruktur aufbauen. Ich habe eben schon gesagt, Stromnetze. In der Infrastrukturfrage braucht man auch ein Wasserstoffnetz. Ob das dann alles so einfach klappt, wie man sich das lange Zeit vorgestellt hat, dass man das in die bestehenden Gasnetze mit beimischt, habe ich aus einer technischen Seite gewisse Zweifel. Deshalb wahrscheinlich ein eigenständiges Netz. Und man muss dann bei den Investitionsmehrkosten, die sich für die wasserstoffgetriebenen Prozesse ergeben, die erhöhten Betriebskosten berücksichtigen und da Instrumente wie Contracts for Difference, wo man den Mehrkostenanteil dann ausgleicht, um einen Einstieg in eine neue Technologiegeneration zu ermöglichen. Vierter Punkt auf der Upstream-Seite. Wir müssen, da sind wir schon auf dem Weg, aber noch viel stärker in eine zirkuläre Wirtschaft reingehen, weil wir sonst bis zu 2050 den klimaneutralen Ausgestaltung unserer wirtschaftlichen Basis nicht hinkriegen. Downcycling, also sprich, dass ich Produkte, die mit einer höherwertigen Produktqualität dann für minderwertige Einsatzsachen mache, kann es dabei nicht sein. Dann muss ich die fiskalischen und regulatorischen Anreize setzen. Ich muss mit Industrienormen und Produktstandards arbeiten, sei das die Eco-Design-Linie
auf einer europäischen Ebene, können aber auch nationale Baustandards sein. Und wenn man Recycling macht, dann ist das chemische Recycling, dass ich also den Stoff insofern wieder in chemische Grundmaterialien zurückversetze, um ihn dann weiterzuentwickeln, sollte auch mit einer Rolle spielen. Es gilt da auch, Sektorgrenzen zu überbrücken, die es im Moment noch gibt. Und es gibt schon einige Plattformen für sektorübergreifende, auch internationale Plattformen, wo dann der Rohstoffaustausch im Sinne von marktlicher Austausch zwischen Unternehmen stattfindet. Jetzt haben Sie mich aber wahrscheinlich also nicht zu tief. Achso, ja. Jetzt hat es jemand im Hintergrund Geräusch. Gehen wir weiter bitte zum fünften Handlungsempfehlung. Jetzt sind wir bei Carbon Capture Storage oder CCU-Technologien. Ich weiß, es ist eine sehr fundamentale Debatte, die da irgendwie stattfindet, weil viele jetzt insbesondere aus der Umweltbewegungsseite sagen, dass wenn man das zulässt, dann findet die Transformation für weniger CO2-Ausstoß gar nicht statt. Aber wir müssen uns klar machen, dass in der Landwirtschaft, wohl auch bei der Zementindustrie, perspektivisch immer noch CO2 emittiert werden muss, weil das gar nicht geht. Deshalb muss ich das dann mit Negativemissionen kompensieren. Und sicherlich ist das oberste Prinzip, CO2-Ausstoß zu vermeiden. Aber ich muss dann auch gucken, kann ich entstehendes CO2 direkt wieder in Produktionsprozesse einspeisen, was CCU ist. Kann ich es speichern, ob dann für immer oder für eine Zwischenphase, indem ich es mineralisch binde und solche Dinge machen Sinn. Und natürlich sind dann mit Bioenergy, CCS oder direkt aus der Luft Kohlendioxid zu verbinden, wenn wir mal ganz, ganz viel Zusatzstrom haben, dann geht es auch klimaneutral. Wenn wir voll auf einer nachwachsenden Rohstoffphase sind, müssen wir in diese Richtung reingehen. Und das heißt auch, dass man die Infrastruktur braucht. Über die Mengen, über die wir hier reden, wird man das nicht mit Tankwagen, mit CO2 hinkriegen, sondern wird wahrscheinlich auch in eine Netzinfrastruktur reingehen werden und muss das sauber gestalten. Also um nochmal bloß die Dimension des Projektes zu machen, Stromnetze ausbauen, Wasserstoffnetz, ein Gasnetz und ein CO2-Netz aufbauen, damit wir überhaupt diese notwendige industrielle Herausforderung bewältigen können. So, jetzt sind wir auf der Midstream-Ebene. Was bedeutet die Produktion? Was bedeutet das für die Produktion? Im Moment ist für den überragenden Anteil von den Technologien die Kosten für die aktuelle Technologie sind geringer, als wenn ich eine CO2-freie oder sehr stark CO2-vermeidende Produktionstechnologie nehme. Da habe ich eine Teilkompensation, die ich machen kann über eine kostenlose Zuteilung von CO2-Zertifikaten. Ich kann als anderes Instrument diese Contracts for Difference nehmen, wo ich die Vermeidungskosten, also die CO2-Vermeidungskosten für die Industrie ausgleiche von der öffentlichen Seite. Es sind ja auch Elemente denkbar, wo ich mit Grenzausgleichsmechanismen mache, aber da muss man immer schauen, sind die WTO-konform und sonst was. Deshalb sind auf der Ebene die CO2-Zertifikate-Zuteilung beziehungsweise diese Contracts for Difference das Instrument der Wahl. Muss man gucken, die werden am Anfang höher sein, weil es natürlich auch von der Nachfrage immer davon ausgeht, dass die Nachfrage nach den CO2-armen Produkten aus den CO2-freien Produktionsprozessen steigt und man auch einen Lerneffekt hat, wie dann die Produktionstechnologien sind und dann die effizienter werden, wie man ja bei Solarpanels und solchen Dingen gesehen hat, ist bei kleineren Einheiten, bei Produktionsanlagen nicht schnell, so schnell zu bewerkstelligen, wie das in anderen Segmenten der Fall ist. Wenn wir weitergehen bei Forschung und Innovation, wir haben sicherlich, wenn man den Technologiereifegrad angeht, noch Bedarf im Bereich von Grundlagenforschung. Die wesentliche Hebel wird aber sein, existierende spezifische Technologiekonzepte und effiziente Querschnittstechnologien weiter zu pushen. Kann man diese Contracts for Difference nehmen? Man kann steuerlich Sonderabschreibungen nehmen und einfach von Technologien, die da eine Rolle spielen, innovative biomassebasierte Verfahren oder E-Cracker, Zementrecycling, strombasierte Erzeugung von Hochtemperatur und oder sektorübergreifend Direct Air Capture Verfahren sind, sage ich mal, Technologielinien, wo man gucken muss, dass die schnellstmöglich marktreif erreichen, sowohl auf den ersten Stufen, Forschungsstufen, als auch hinten, wenn ich in die Technologie, wenn ich von der Technologieentwicklung dann in die Demonstrationsstadien gehe und dann in die Massenanwendung.
So, dann kommen wir schon, wenn wir gerade bei Midstream waren, zur Nachfrageseite. Da sind es die bekannten Instrumente, die man machen kann. Sicherlich wäre ein EU-weites grünes Produktlabel, was CO2-Intensität deklariert, ein sehr sinnvoller Baustein im Instrumentenmix. Man kann auch für bestimmte Produkte eine Subvention über Kaufprämien geben oder eine Abgabe auf Endprodukte, die einen höheren CO2-Gehalt haben, um Produkte, die weniger CO2-intensiv produziert worden sind, zu privilegieren. Was sehr hilfreich wäre, und das wäre dann wahrscheinlich auch gut, wenn man das nicht nur in Deutschland, sondern irgendwie gleich europaweit macht, die nationale Beschaffung der öffentlichen Hand. Da sind ja auch ganz viel an Bauvolumina. Also wenn ich mir Zement oder solche Dinge angucke, hat das schon einen Basiseffekt, wenn man da sagt, öffentliche Gebäude werden nur noch unter Nutzung von nachhaltigen Materialien genutzt. Und dann habe ich natürlich als vierten Hebel nochmal Bau- und Produktnormen beziehungsweise Designrichtlinien. In bestimmten Branchen, da mache ich mir jetzt als Unternehmensberater wahrscheinlich nicht viele Freunde, aber Quoten für CO2-arme Materialien können manchmal auch ein sinnvolles Instrument sein, wo der marktliche Regelungsmechanismus so komplex ist, dass er nicht wirklich funktioniert. Um dann jetzt zu den übergreifenden Dingen zu kommen. CO2-Bepreisung haben wir jetzt ja angefangen, ist sicherlich von der Lenkungswirkung noch nicht ausgeschöpft. Das bedeutet, dass der nationale Emissionshandel frühestmöglich in ein EU-weites System übergeführt werden sollte. Auf europäischer Ebene sollte die ETS-Reform weiterentwickelt werden. Die bestehenden Carbon-Leakage-Schutzinstrumente für konventionelle Anlagen, zum Beispiel die kostenfreie Zuteilung von Zertifikaten und die CO2-Strompreiskompensationen, müssen wirksam und planungssicher fortentwickelt werden, solange es die Wettbewerbsfähigkeit der betroffenen Branchen erfordert. Immer natürlich am Ende unter dem Ziel, dass das irgendwann sich dann selbst steuert und ausgleicht. Ich hatte vorher schon was zu dem Punkt Grenzausgleichsmechanismen gesagt. Da muss man halt unheimlich aufpassen, dass in einer Welt, die sich renationalisiert, man dann nicht faktisch in handelskriegsähnliche Situationen reingeht, dass das WTO-konform ist. Deshalb sollte man das immer mal sauber pilotieren. Das kann manchmal Sinn machen, aber ist als Instrument sich genau anzugucken, bevor man da wirklich den Schalter umlegt. Ein ganz wesentlicher Punkt, gerade mit unserer Struktur in Deutschland, das gibt es ja, sagen wir, bei der Definition von energieintensiven Industrien, ist es manchmal nicht ganz so einfach, da als kleine und mittlere Unternehmen reinkommen. Deshalb muss von der Ausgestaltung, auch von der Komplexität von Instrumenten da ein Level Playing Field, also eine einfach gleiche Chancen und Bedingungen geschafft werden, auch für KMU. Das praktisch zum Beispiel, dass man die vollständige Reduzierung der EEG-Umlage auch für KMU zulässt, die eben diese Energieintensität haben, oder auch eine kostenlose Zuteilung von EU-ETS-Zertifikaten, um das hinzukriegen, und sicherlich auch der Zugang zu Finanzierung, der für kleine Unternehmen, wenn ich eine Investition stemmen muss und ein größerer da 25 hat, habe ich natürlich einen anderen Finanzierungsleverage als größerer. Deshalb, dass man die kleinen und mittleren Unternehmen hier gezielt unterstützt. Das ist das Rückgrat gerade unserer Wirtschaft in Deutschland, und ohne dass die das vorantreiben und nicht nur da gezwungenermaßen mitspielen, wird es nicht gehen. So, Chancen der Transformation und Exportmärkte erschließen. Ich habe das zum Einstieg schon gesagt. Es gibt wenig Marktsegmente, und das sind jetzt Zahlen von uns, die wir für das Bundesumweltministerium gemacht haben, wo man das Marktvolumen in einem Zeitraum von 10 Jahren verdoppeln kann. Das ist für die klimaschutzrelevanten Märkte so. Das heißt auch, dass es wesentlich ist, bestimmte Produktionen und die damit verbundenen Produktionstechnologien bei uns zu halten und auch den Unternehmen da, wo der Anpassungsprozess zu CO2-neutralen Produktionsmethoden wesentlich ist, da eine Übergangsbrücke zuschlagen über Carbon Leakage Schutz. Es tun sich für uns riesige Märkte auf, China, ich gehe mal gerade dazwischen. Herr Scheible,
Ich glaube, Sie sind eingefroren. Ich kann Sie gerade nicht hören. Vielleicht übernimmt vorübergehend Patrick Reichen oder Sabine Nallinger für die letzten beiden Folien. In meiner Ansicht ist er eingefroren. Ich vermute, wir verlieren ihn kurz und vielleicht kommt er dann wieder. Patrick, machen wir es so? Ja, ich übernehme gerne, wenn Sie die nächste Folie weiterklicken könnten. Denn im Grunde geht es ja jetzt hier auch genau um die Politik. Also nachdem Herr Schäuble gerade noch mal gesagt hat, ganze Frage der Exportmärkte ist groß. Da sind die großen Chancen, ist die Aufgabe aber auch in Richtung Politik. Es muss eine zentrale Aufgabe begriffen werden von der Politik als Modernisierung der Volkswirtschaft. Wir brauchen deswegen Klimapolitik mit im Zentrum des Regierungshandelns, damit Klimaschutz, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit zusammen gedacht werden und nicht gegeneinander ausgespielt werden, wie das in den letzten Jahren oft der Fall war. Deswegen muss man da auch sozusagen innerhalb der Regierung die entsprechende Steuerung dafür sorgen, zum Beispiel im Rahmen des Klimakabinetts, dass gemeinsam mit Unternehmen, Gewerkschaften und der Politik diese Lösungen gebracht werden. Herr Schäuble, ich sehe, dass Sie wieder da sind und dann gebe ich Ihnen das Wort für den Schlusssatz. Ja, Sie haben das blendend gemacht. Ich weiß es nicht, welches böse Wesen mich hier irgendwie rausgenommen hat. Meine Bandbreite zeigt eigentlich, dass ich irgendwie ganz okay bin, aber machen wir jetzt keine Debatten über die Belastbarkeit von Zoom-Konferenzen und die Sicherheitssachen. Nein, es ist genau, wie Sie gesagt haben. Ich glaube, das ist das umfassende Paket. Betrachte die gesamte Wertschöpfungskette. Das geht, glaube ich, nur in einer Lösung, die einen konsensualen Charakter hat. Da müssen wir über Verlässlichkeit von Instrumenten reden. Da kann man auch nicht mit einem Regierungswechsel dann sagen, die Kosten sind jetzt so und die Nächsten machen dann die Kosten so und die Erstattungen sind so, sondern da braucht man Planungssicherheit. Deshalb ist mir besonders wichtig, diese dialogische Komponente hinten zwischen Unternehmen, Gewerkschaften, Verbänden und der Politik. Da muss man, glaube ich, auch bei dem, was wir gemacht haben, haben wir in der Studie eine Brücke geschlagen. Die muss man jetzt in den einzelnen Sektoren und auf einzelne Industrien und Technologien nochmal eins runterbrechen, dass das wirklich dingfest gemacht wird. Ich glaube aber, dass wir eine einmalige Chance haben, dass wir auch die führende Position von Deutschland und auch von Europa da verteidigen können im internationalen Wettbewerb, wenn wir das tun, dass wir da sogar die Gewinner ökonomisch sein werden. Es wird nur gehen, den Klimaschutz, wenn man den mit ökonomischer, sinnvoller Entwicklung verbindet. Und deshalb nochmal danke an Sie für die Aufmerksamkeit und nochmal an unsere Kooperationspartner, dass wir das Projekt gemeinsam angestoßen haben. Ja. Vielen Dank. Dann übernehme ich an dieser Stelle wieder. Vielen Dank für die Einführung, lieber Patrick, und vielen Dank für die Vorstellung der 12 Handlungsempfehlungen ausführlich. Und mit fast einer Punktlandung, 14.46 Uhr haben wir und angegeben war bis 14.45 Uhr, trotz des kleinen Rucklers. Wir liegen gut in der Zeit. Und wir haben jetzt die Gelegenheit, aus Sicht einer Gewerkschaft, nämlich der IG Metall, die Einschätzung der Handlungsempfehlungen zu hören. Wolfgang Lemp ist zu Gast und ich bitte Sie sozusagen jetzt, kleinen Moment, ich wechsle kurz mal die Ansicht. So, dann sehen Sie ihn schon, wunderbar. Herr Lemp ist geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall und unter anderem zuständig für den Bereich Industrie, Energie und Strukturpolitik. Er ist außerdem Mitglied im Rat der Agora und ich übergebe hiermit an Sie, Herr Lemp. Wir sind gespannt auf Ihre Ausführungen. Vielen Dank, Frau Bock. Vielen Dank zunächst mal für die Einladung und die Möglichkeit, das umfangreiche Paket, was jetzt an Handlungsempfehlungen in den wesentlichen Eckpunkten vorgestellt worden ist, in 10 Minuten zu kommentieren. Das wird naturgemäß nicht gelingen. Insofern werde ich dann natürlich zu den einzelnen Fragen nichts sagen, sondern würde mich gerne auf 4 Punkte konzentrieren, zu denen ich dann auch gleich was sagen möchte, will aber zunächst 2, 3 Vorbemerkungen machen. Und ich bedanke mich nicht nur für die Möglichkeit, das hier zu tun, sondern ausdrücklich auch für die Vorlage dieser Handlungsempfehlungen, weil ich der festen Überzeugung bin,
dass das ein sehr wichtiger Beitrag in der gesamtgesellschaftlichen Diskussion zu der Frage der Erwartungshaltung aus Sicht der Industrie, aber auch aus Sicht der Gewerkschaften mit Blick auf die noch im Amt befindliche Regierung, denn die hat auch noch ein bisschen was zu tun, aber auch natürlich insbesondere die neue Regierung, die wir dann im Herbst wählen. Ich bin ja wahrscheinlich auch deshalb angesprochen worden, nicht nur, weil ich Ratsmitglied bin, sondern als IG Metall wir natürlich für eine Vielzahl von bedeutenden Industriesektoren zuständig sind, über die wir hier faktisch sprechen. Das beginnt ja bei einem wesentlichen Teil der Energieerzeugenden, also Stahl in dem Fall, aus Sicht der IG Metall oder für die IG Metall, geht über alle Mobilitätsbranchen, Automobil natürlich, Zulieferei, die vor erheblichen Transformationen stehen, Flugzeugindustrie, Bahnindustrie bis zur Wärmeindustrie und nicht zu vergessen dem deutschen Maschinen- und Anlagenbau, der die Technologien liefern soll und ich glaube auch liefern wird für die Industrie der Zukunft. Und die zweite Vorbemerkung, die ich machen will, ist, Sie haben natürlich zu Recht die Studie überschrieben mit Klimaneutralität 2050, was die Industrie jetzt von der Politik braucht. Ich würde das gerne ergänzen, weil es geht natürlich schon nicht nur um die Frage der Planungssicherheit für die Industrie, sondern es geht, das müssen wir ja auch immer mitdenken, auch um die Frage, wie wir den Beschäftigten in der Industrie soziale Sicherheit und soziale Perspektiven in der Transformation gewährleisten. Und die IG Metall hat sozusagen ja im Jahr 2019 schon ein Label kreiert, wo ich nach wie vor der Überzeugung bin, dass es nicht nur gut ist, sondern die Herausforderungen, die wir aktuell haben, gut zusammenfasst und zwar sowohl aus Sicht der Industrie, der Unternehmen, der Großunternehmen, des Mittelstands, aber eben auch aus Sicht der Beschäftigten. Und dieses Label lautet, die Transformation ökologisch zu gestalten, also klimaneutrale Produkte und Produktionsprozesse zu erzielen, aber eben auch sozial und demokratisch zu gestalten. Und auch Letzteres darf man, glaube ich, in dem Kontext der Verantwortung der Politik nicht vergessen, mit Blick insbesondere auf die vielen, vielen Fragen, die am Ende des Tages auch was mit Akzeptanz der Prozesse zu tun haben, die die Politik mit auf den Weg bringen muss. Und diese Akzeptanz der Prozesse, also wie wir die Industrie der Zukunft gestalten, ist ja auch ein wesentlicher Teil der Themen, die wir im Rahmen des Bündnisses Zukunft der Industrie als Gewerkschaften gemeinsam mit Industrie- und Wirtschaftsverbänden nach vorne bringen wollen. Und deshalb haben wir neben wichtigen Initialzündungen mittels der von Ihnen jetzt vorgelegten Studie ja auch beispielsweise 54 Handlungsempfehlungen im Herbst letzten Jahres entwickelt, wo viele Themen und viele Ansatzpunkte, die Sie jetzt angesprochen haben, sowohl Herr Greichen als auch Herr Scheible, sich auch ein Stück wiederfinden. Ich will ein paar Anmerkungen zu vier Schwerpunkten sagen. Erstens Investitionen. Ich bin der Überzeugung, und das treiben wir als IG Metall sehr, sehr stark nach vorne im Moment, dass wir die Chance haben, im Moment eine doppelte Rendite zu erzielen. Doppelte Rendite meint, die Herausforderung aus der Bewältigung der Krise, der Corona-Krise industriepolitisch so zu gestalten, dass sie gleichzeitig einen Erfolg für den Auf- und Ausbau einer klimaneutralen Wirtschaft wird. Und da ist ein Element, nämlich das Thema Investition, ein ganz zentrales. Sie haben das angesprochen und ich kann das nur teilen, was in Ihrem Fazit ausgeführt wird. Sie haben das ja als Investment Wave
am Ende ihrer Studie formuliert. Ich glaube, dass es erforderlich ist, dass wir einen gesellschaftlichen Konsens auch mit Blick darauf, was die Politik umsetzen muss, herstellen müssen, nämlich über die Frage, was ist das Investitionsvolumina, welches wir in den nächsten Jahren brauchen. Und nach all dem, was ich an Berechnungen kenne, glaube ich, braucht es roundabout 70 Milliarden Euro per anno, wenn wir in klimaneutrale Produkte investieren wollen. Und das ist ja sozusagen das gemeinsame Ziel. Das geht natürlich nur, wenn die Weichen da richtig gestellt werden. Das heißt, für die Politik, das teile ich auch absolut, muss das Thema Eigenverantwortung, öffentliche Investition in dem Kontext nach vorne getrieben werden, setzt voraus, dass es auch eine Verantwortung der Unternehmen selbst gibt, was die privaten Investitionen betrifft. Aber im Kontext öffentlicher und privater Investitionen wissen wir auch, glaube ich, alle, dass die öffentliche Hand vorausgehen muss, um auch private Investitionen nach sich zu ziehen. Zweiter Punkt, den ich kurz ansprechen will, auch hier will ich das untermauern, die Auseinandersetzung in der Triade zwischen Europa, China oder dem asiatischen Raum insgesamt und den USA. Wir müssen und wir können, wenn wir die Weichen richtig stellen, eine wettbewerbsfähige Industrie, die klimaneutral ist, nicht nur aufbauen in Deutschland und Europa, sondern wir können sie auch so strukturieren, dass sie eine durchaus weltweit führende und damit wettbewerbsfähige Industrie ist. Das ist aber, wie bei den Investitionen, auch voraussetzungsvoll und braucht meines Erachtens, das würde ich schon mal noch herausstellen wollen von den vielen Einzelaspekten, die Sie richtigerweise genannt haben, eine schnelle und deutliche und nachhaltige Reform der Abgaben und Umlagen. Die deutschen Gewerkschaften haben unter dem Dach des DGB schon vor 2 Jahren hierzu konkrete Vorschläge gemacht, die jetzt dringend auch von der Politik umgesetzt werden müssen. Und wir brauchen abnahmeorientierte Instrumente. Dazu gehört das Thema Carbon Contracts for Difference oder auch Quotenmodelle oder andere Vorschläge, die ja durchaus im Raum stehen. Aber wir brauchen eben in Bezug auf abnahmeorientierte Instrumente einen klaren Kurs auch von der Politik. Man muss in diesem Kontext, da will ich auch darauf hinweisen, unter dem Stichwort Wettbewerbsfähigkeit auch das Thema Verlagerungsdruck sehen. Und hier ist unsere Erwartungshaltung als IG Metall schon, dass der Verlagerungsdruck, den wir in Teilbereichen sehen, insbesondere bei den Automobilzulieferern im Moment, so weit gestaltet werden muss, dass er mit Möglichkeiten regionaler Industrie- und Strukturpolitik verbunden werden muss. Auch das wäre ein Element, wie wir klimaneutrale Produktion in den jeweiligen Regionen politisch flankieren müssen mit Maßnahmen regionaler Industrie- und Strukturpolitik. Letzten beiden Punkte, sind die 10 Minuten, glaube ich, fast schon durch. Vielleicht noch 2 Sätze zu dem Thema Sektorkopplung und Erneuerbare. Auch das haben Sie angesprochen. Das ist ja, wie wir wissen, leider ein altes Thema, was wir seit vielen Jahren bewegen. Aber es bewegt sich eben nicht in die richtige Richtung. Die Bilanz ist, das muss man, glaube ich, ganz nüchtern so definieren, in den letzten Jahren verheerend. Wir haben als ein Thema anzusprechen, das Thema Windindustrie als industrieller Sektor, sind wir sozusagen immer noch nicht sicher, dass wir diesen industriellen Sektor auch in Deutschland behalten. Wir müssen ihn aber zwingend behalten. Das bedeutet aber, man muss den Heimatmarkt ausbauen und man muss die Quote der Erneuerbaren deutlich erhöhen. Und das heißt natürlich auch,
sich ein Stück ehrlich zu machen im Strombedarf des Jahres, der nächsten Jahre, also insbesondere mit Blick auf 2030 und dann in der Endzielsetzung 2050. Letzte Bemerkung zum Thema, was muss eigentlich ins Zentrum des Regierungshandelns? Da gibt es ein paar Elemente, die sind gut entwickelt worden, glaube ich. Das will ich auch gar nicht kritisieren. Also Stichwort Klimaschutzgesetz und auch Klimakabinett. Da gibt es zwei wesentliche Steuerungselemente, die aber meines Erachtens noch zu wenig von der Politik genutzt werden. Es muss, glaube ich, auch immer wieder und stärker deutlich gemacht werden, dass Klimapolitik keine Aufgabe eines Ressorts ist, sondern eine ressortübergreifende Zusammenarbeit und Koordinierung bedarf. Und das bedeutet aus meiner Sicht auch immer, den gesellschaftlichen Dialog mitzudenken. Deswegen ist der Beitrag von Agora Energiewende so wichtig, aber eben auch andere Elemente mit in die Debatte einzubeziehen. Dazu gehören Branchendialoge, dazu gehört das Handlungskonzept Stahl, was ja mit viel Schmerzen durchgesetzt worden ist. Dazu gehören die zuvor genannten Handlungsempfehlungen des Bündnisses Zukunft der Industrie und andere Themen auch. Das heißt, wir brauchen eine stärkere gesellschaftliche Vernetzung, die am Ende, und das muss die Botschaft an die Politik sein, nicht zu einem Wettbewerb der ambitioniertesten Ziele führt, sondern zu einem Wettbewerb der erfolgreichsten, eingeleiteten und umgesetzten Maßnahmen zur Erreichung Klimaneutralität bis spätestens 2050. Soweit vielleicht in aller Kürze aus meiner Sicht ein kurzer Kommentar. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Lemm, für diese Ausführungen. Die zeigen, dass da schon eine Menge drin ist, was sozusagen auch aus Ihrer Sicht sehr sinnvoll ist. Sie haben ein paar ergänzende Anmerkungen gemacht, Perspektive für die Beschäftigten, öffentliche Investitionen etc. Ich denke, wir können einige dieser Stichworte auch sehr gut mit in die in das Unternehmensgespräch geben, für das ich nun an Sabine Nallinger übergebe, die Sie auch schon im Bild sehen. Und wir haben jetzt circa eine gute halbe Stunde dafür Zeit und ich übergebe an Sie, Frau Nallinger. Eine Sache noch, Herr Lemm wird weiter auch noch da sein. Wenn es also Fragen an ihn gibt und auch an Herrn Scheible und Herrn Greichen von vorhin, packen Sie das weiter in den F&A-Bereich. Die Kollegen und Kolleginnen sind weiter munter dabei, die Fragen zu sortieren, herauszufischen etc., damit wir hinterher für die halbstündige F&A-Session auch noch einiges an Austausch haben werden. Bis dahin. Ja, vielen Dank, Nicola Bock, für die nette Überleitung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen zu unserer Podiumsdiskussion. Herr Lemp von der IG Metall hat ja schon ein paar sehr, sehr wichtige Punkte angesprochen. Und ich glaube, ein Punkt ist ja ganz, ganz zentral. Klimaneutralität ist ein zentrales Thema, um die Wirtschaft krisenfest aufzustellen und zukunftssicher aufzustellen. Und gerade, das hat Herr Lemp ja auch nochmal betont, eben um gute Arbeitsplätze zu sichern. Das ist ein Punkt, den wir auch aus dem Dialogprozess mit den Unternehmen mitgenommen haben, dass nämlich große Teile der Industrie ganz klar die Klimaneutralität als ein Aufstellen in Richtung Zukunftsfähigkeit sehen. Aber auch, ich glaube, Patrick Greichen hat es vorher schon angesprochen, eben auch adressieren, um international weiterhin auch zukunftsfähig zu sein, müssen wir eben uns klimaneutral aufstellen. In diesem Sinne begrüße ich Sie ganz, ganz herzlich zu unserer Podiumsdiskussion und möchte auch ganz herzlich jetzt unsere Podiumsteilnehmer begrüßen. Allesamt haben an der Studie mitgemacht. Sehr herzlich willkommen heißen möchte ich Dr. Jochen Eickholt, Mitglied des Vorstandes der Siemens Energy AG. Guten Tag, Herr Eickholt. Roland Harings, Vorstandsvorsitzender von der Aurubis AG. Christian Knell, Sprecher der Geschäftsleitung in Deutschland von Heidelberg Zement. Und last but not least, Wolfgang Langhoff,
Vorstandsvorsitzender von BP Europa. Herzlich willkommen hier zu unserer Podiumsdiskussion. Lieber Herr Harings, wenn ich mit Ihnen die Diskussion beginnen darf, Aurubis ist einer der weltweit führenden Anbieter von Kupfer, produziert auch Edelmetalle wie Gold und Silber und sie betreiben bereits heute schon aktiven Klimaschutz. Ich möchte zwei Beispiele nennen. Zum einen sind sie weltweit größter Kupferrecycler und sie speisen Abwärme aus ihrem Werk in Hamburg ins Fernwärmenetz in die Hafen City in Hamburg ein. Aber natürlich bleiben da doch noch einige Fertigungsschritte in ihrer Wertschöpfungskette, die sehr energieintensiv sind. Und deswegen an Sie die Frage, wenn Sie als Unternehmen sich aufstellen in Richtung Klimaneutralität, was treibt Sie dabei um und weshalb haben Sie als Unternehmen sich an unserer Studie beteiligt? Herr Hahn, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Dahlinger. Vielen Dank auch für die Gelegenheit, heute an der Diskussion teilzunehmen. Sie haben schon beschrieben, Aurubis ist einer der großen Kupferproduzenten weltweit und einer der weltweit größten Recycler. Und wir haben in den letzten Jahren sehr viel elektrifiziert, sehr viel dekarbonisiert und produzieren heute unser, in dem Fall Kupfer als Bezugsgröße, mit ungefähr dem halben CO2-Ausstoß im Vergleich zum Rest der Welt. Wir haben viele Sachen umgesetzt. Wir sehen auch ein klares Ziel und die Möglichkeit, unsere Produktion im Jahr 2050 klimaneutral darzustellen. Was uns aber antreibt und warum wir auch teilgenommen haben, ist, wenn wir die richtigen Rahmenbedingungen setzen, wenn wir die richtigen auch langfristigen Bedingungen sehen, können wir die Produktion auch deutlich vor dem Jahr 2050 bereits klimaneutral erreichen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wasserstoff, ganz faszinierendes Gas, auch bei uns in der Kupferproduktion. Aber heute mit der Technologie, wie sie heute besteht, rund viermal teurer als der Einsatz von Erdgas. Hier sind wir wieder bei dem Thema, wie können wir hier eine Brücke schaffen, dass wir heute bereits in diese Technologie investieren und wir dennoch profitabel unser Geschäft fortsetzen können. Sie haben auch den Punkt Industriewärme angesprochen. Auch da spannendes Thema. Wir sind da eine gewisse Vorleistung gegangen, weil wir in den Bereich investiert haben. Aber ohne da Geheimnisse zu verraten, wirtschaftlich ist diese Investition nicht gewesen. Wenn wir jetzt den nächsten Schritt, wir haben noch deutlich mehr Potenzial der CO2-frei erzeugten Industriewärme, die wir auskoppeln können und auch weitere Teile der Stadt Hamburg heizen könnten, hier nur allein am Standort Hamburg. Aber die Wirtschaftlichkeit ist heute nicht gegeben. Das heißt, auch hier müssen wir überlegen, was ist der gemeinschaftliche Ansatz, was sind die richtigen Rahmenbedingungen, um das umzusetzen. Und dann vielleicht noch als letzter Stichpunkt auch das Thema Recycling. Hier sind wir heute bereits einer der größten Recycler, aber auch hier mit anderen, mit klar langfristig verlässlichen Rahmenbedingungen werden wir klares Commitment, Kapazitäten weiter ausbauen und noch mehr Rohstoffe in den Kreislauf zurückführen. Also um es auf den Punkt zu bringen, wir haben teilgenommen, um unsere Ideen, unsere Ansätze, welche Randbedingungen, welche Lösungen wir brauchen, um die auch in der Politik und auch mit anderen Unternehmen, die unter ähnlichen Anforderungen stehen, die wirklich klar zu machen und hier auch zu betonen. Wir wollen, wir können und gemeinsam können wir es auch schaffen. Vielen Dank, Herr Harings. Herr Dr. Eickholt, Siemens Energy ist nach seiner Ausgründung und nach dem Börsengang im vergangenen Jahr ja ein bekannter, aber auch ein junger Akteur sozusagen am Markt. Sie haben sich vorgenommen, an der Energiewelt der Zukunft zu arbeiten. Jetzt die Frage an Sie, wie sieht diese Energiewelt der Zukunft denn aus Ihrer Sicht? Und auch an Sie die Frage, weshalb Sie sich an unserer Studie beteiligt haben. Ja, liebe Frau Nallinger, zunächst mal vielen Dank. Auch ich freue mich, hier heute ein bisschen an dem Gespräch teilnehmen zu dürfen, auch für Siemens Energy. Wir fühlen uns in der Tat manchmal noch nicht ganz so alt. Immerhin haben wir jetzt seit Ende September, würde ich mal sagen, gutes halbes Jahr so hinter uns, was uns als Firma betrifft. Nichtsdestotrotz ist das Thema Klimaneutralität 2050 natürlich ein zentrales und eines, was uns sehr stark bewegt und wo wir auch mitmachen möchten, nicht nur in der Studie, sondern auch inhaltlich. Es geht in vielen Fällen um Technologien, die zu definieren sind oder die weiterzuentwickeln sind.
Und das ist in aller Regel auch mit den Partnern, die wir an der Stelle haben. Und an der Stelle setzen wir eben sehr stark auf diesen partnerschaftlichen Ansatz, sei es in einzelnen Industriesektoren oder sei es auch zum Beispiel bei der Energieerzeugung. Wir möchten nach vorne hin wirklich unseren Anteil dazu beitragen, dass die Klimaneutralität wirklich erreicht werden kann. Die Weichenstellungen, die halten wir für zentral und wir halten sie für im Grunde sehr dringend. Und deswegen haben wir auch an der Studie mitgemacht und führen auch weiterhin gern an verschiedenen Stellen diesen Dialog nach vorne. Vielen Dank. Herr Knell, Heidelberg Zement. Die Herstellung von Zement stößt 3-mal so viel Kohlendioxid aus wie der gesamte Flugverkehr. Und wenn wir uns mal die weltweiten Emissionen anschauen, dann ist Zement für 7% der Emissionen zuständig, sozusagen. Beeindruckende Zahlen. Heidelberg Zement ist Teil der Lösung der Klimaneutralität. Sie wollen Teil der Lösung werden. Ich weiß auch, Herr Knell, dass Sie sich persönlich sehr stark engagieren bei dem Thema und Sie sind als Heidelberg Zement ja auch Ende letzten Jahres Förderunternehmen der Stiftung geworden. Meine Frage an Sie ist jetzt, inwieweit unser gemeinsames Dialogprojekt und aber auch die Mitarbeit gerne an der Stiftung 2 Grad Ihnen weiterhilft beim Engagement in Richtung Klimaneutralität von Heidelberg Zement. Frau Nallinger, vielen Dank. Das ist sehr nett, wie Sie mich eingeführt haben. In der Tat ist es neben meiner beruflichen Tätigkeit auch ein persönliches Engagement und persönlicher Wunsch, hier in diesem Bereich Klimaschutz und vor allen Dingen hier im Bereich CO2 auch weiterzukommen. Ja, ich denke, Heidelberg Zement ist ein internationales Unternehmen. Wir sind weltweit aktiv. Wir sind in Deutschland mit knapp 10% unserer Aktivitäten zugange. Und das ist das Mutterland. Und das Thema CO2 ist ja nicht auf Deutschland begrenzt, sondern das Thema CO2, das Molekül CO2, dem ist es egal, wo es in die Luft geht. Und insofern haben wir uns auch vorgenommen, und das ist auch so ein bisschen als Deutschlandchef mein Ehrgeiz, zu sagen, ja, wir sind hier schon so auch der Versuchssandkasten und der Vorreiter zum Thema CO2. Wir wollen also Technologien auch entsprechend entwickeln, die dann skaliert werden können in die Welt, um eben dem Gesamtthema auch gerecht zu werden, weltweit und nicht nur in Deutschland. Und Sie haben das ja gerade angesprochen, 7% weltweit, das ist eine Nummer für ein Industrieunternehmen. Insofern sind für uns die CO2-Emissionen auch eine große Herausforderung. Wir als Industrie haben ja neben den energieintensiven oder neben den energieabhängigen Emissionen auch die sogenannten Prozessemissionen zu bewerkstelligen. Und das ist schon eine Herausforderung, gerade was das Thema Technologie, Infrastruktur, Wettbewerbsfähigkeit auch alles so mit sich bringt. Und warum arbeiten wir gerne in der Studie mit? Weil es uns natürlich wichtig ist, wir brauchen einen pluralistischen Ansatz. Wir brauchen Partner, wir brauchen Diskussionsformen, wir brauchen Ideen, um nach außen uns entsprechend hier zu positionieren, um nach außen, sagen wir, auch mit Technologien entsprechend uns aufstellen zu können, aber eben auch, um intern im Unternehmen diesen Prozess erfolgreich bewerkstelligen zu können. Und das ist ein Grund, warum wir natürlich auch gerne hier bei der Stiftung und ich auch sehr gerne bei der Stiftung dabei bin. Vielen Dank, Herr Knell. Kommen wir zur Mineralölwirtschaft. Kommen wir zu BP, sehr geehrter Herr Langhoff, Ihr Unternehmen hat sich ja vorgenommen, Klimaneutralität ganz stark anzugehen, sich neu zu erfinden, sage ich mal, und Energie für die Menschen und für den Planeten eben auch neu zu denken. Jetzt frage ich mich, und wir hatten ja im Vorgespräch gesprochen, dass Sie über 30 Jahre, glaube ich, in der Mineralölwirtschaft tätig sind. Ja? Wie nehmen Sie das mit all Ihren Erfahrungen, den Wandel, wie nehmen Sie das in Ihrem Unternehmen wahr? Und vor allem auch, was bedeutet denn vor diesem Hintergrund für Sie unser Projekt, die Mitarbeiten unserem Projekt? Das würde uns sehr interessieren. Ja, vielen Dank, Frau Nallinger. Also wir freuen uns als Unternehmen natürlich, hier dabei sein zu können. Und ich glaube, wenn ich so an meine Zeit zurückdenke, Sie haben recht mit den über 30 Jahren, dann ist es natürlich so eine klassische Situation gewesen. Also Kohle, Öl, Gas, im Grunde die fossilen Energien waren eine Monostruktur.
Ich darf aber auch daran erinnern, dass unser früherer CEO bereits Ende der 80er, Anfang der 90er in Stanford eine Rede gehalten hat zu dem Thema, wie sieht es mit dem Klimawandel aus? Und damals wurde er in der Industrie so etwas verhetzt, indem man gesagt hat, er verlässt die Kirche. Also es war Blasphemie, das überhaupt anzuerkennen. Also ich glaube, ich bin ganz stolz, eigentlich im Unternehmen zu sein, dass es frühzeitig anerkannt hat und dass die Situation heute so eklatant ist, dass es, und ich begreife den Begriff auf, der vorhin gefallen ist, Handlungsempfehlungen. Und Handlungsempfehlungen müssen auch Handlungen folgen. Und da sage ich vielleicht an einem Beispiel gerade in Deutschland deutlich machen, wir wollen handeln. In unserer Raffinerie in Lingen gibt es eben eine solche Wertschöpfungskette, indem wir zusammen mit Ørsted, dem dänischen Energieunternehmen, aus Wind Strom einliefern und aus diesem Strom dann Wasserstoff einsetzen können, der sofort zur Dekarbonisierung beitragen kann. Vielleicht auch nochmal eine Zahl, 40% der Wasserstoffproduktion und des Einsatzes in Deutschland im Moment ist in den Raffinerien. Und ultimativ, wenn wir eine solche Elektrolyseanlage dann mit 50 und später auch aufrüsten, 50, 100, 150, also in Modulbauweise vielleicht, vielleicht auch mit Siemens Energy, dann entsprechend aufrüsten können, könnte man hier die Wasserstoffwirtschaft auch deutlich hochfahren. Ein zweiter Akzent, der mir natürlich auch immer wichtig ist, ist eigentlich die Wirtschaftlichkeit. Ich glaube, es wird etwas zu viel davon ausgegangen, das Neue zu beschreiben, ohne die Parallelität der Systeme noch aufrechtzuerhalten. Wir können ja gar nicht die jetzige Industrie und die jetzige Energieversorgung abwürgen, sondern wir müssen einen Hochlauf und einen Rücklauf oder ein Herunterfahren eigentlich bewerkstelligen. Und dieses Herunterfahren dient einmal dem Versorgungsanspruch, aber auf der anderen Seite natürlich auch der Wirtschaftlichkeit, damit wir hier noch das verdienen können, damit das Neue möglich gemacht wird. Also diese Parallelität der Systeme ist etwas, was mich sehr stark bewegt, gerade aus der Erfahrung heraus. Und das letzte, der letzte Akzent vielleicht, vorhin hat Herr Greichen ja den Begriff Upstream, der ja eigentlich aus der Ölindustrie kommt, geprägt. Und da sind die Elemente 3, 4 und 5, also Wasserstoff, zirkuläre Industrie, aber auch CCUS natürlich uns sehr nah. Denn ich glaube, immer noch die Begriffe Klimaneutralität und CO2-Freiheit werden etwas durcheinander gebracht. Ich glaube, ein Carbonatom hat einen gewissen Wert. Und ich glaube, das einzusetzen und auch zu verstehen, ist uns wichtig, damit auch hier ein bisschen gesellschaftliche Akzeptanz noch damit verbunden wird. Das ist so, wie ich es vielleicht grob einschätze aus meiner Erfahrung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Langhoff. Sie haben jetzt schon einige Handlungsempfehlungen angesprochen. In der zweiten Runde möchte ich jetzt sehr gerne auf diese Handlungsempfehlungen eingehen. Wir haben ja als Untertitel für unsere Studie uns, was die Industrie jetzt von der Politik braucht, gewählt, ja, ganz bewusst gewählt. Und aus meiner Sicht zeigt es eben ganz deutlich, dass die Industrie jetzt nicht nach Geld, nach Subventionen ruft, sondern nach ganz, ganz klaren Politikempfehlungen, um eben das gesamtgesellschaftliche Projekt Klimaneutralität anzugehen und eben damit aus den Klimaschutzprojekten tatsächlich auch Geschäftsmodelle werden. Deshalb haben wir uns zusammengesetzt, mit Ihnen zusammen 12 Handlungsempfehlungen eben formuliert. Und auf die möchte ich jetzt gerne eingehen. Vielleicht zunächst zu Ihnen, Herr Dr. Eickholt. In unserer Studie haben wir ja aufgezeigt, dass es eben sowohl bei Upstream, also sprich bei Energie, bei Rohstoffen und Infrastruktur, bei Midstream, also bei der Produktion, bis hin aber auch zum Downstream, also zu den Absatzmärkten, dass es da jetzt auf die richtigen Instrumente ankommt. Und werfen wir mal den ersten Blick auf Upstream, auf das Thema Energie. Eine Botschaft ist ja ganz klar, dass die Unternehmen eine Unmenge Energie brauchen, und zwar erneuerbare Energien, und gerade an Sie gerichtet als ein Vertreter sozusagen, der die Perspektive eines Technologieanbieters einbringen kann. Was brauchen Sie als Siemens Energy, um viel Energie und die natürlich erneuerbar in die Transformation der Industrie einzubringen? Ja, vielen Dank, Frau Nellinger. Also das ist schon so, dass wir uns wünschen, dass die Erneuerbaren an sich möglichst schnell hochlaufen. Ich darf es mal so bewusst vereinfachend darstellen. Wir sind in vielen Fällen, zum Beispiel wir als Anbieter sind im Bereich Offshore-Wind die Weltmarkt Nummer 1 und würden das gern auch bleiben. Wir glauben allerdings, dass viel schneller und viel stärker hochgeremmt werden kann. Das betrifft auch andere Formen der Energieerzeugung. Aber wir sind eigentlich der Ansicht,
manchmal stehen wir uns vielleicht ein bisschen selbst im Wege und am Ende des Tages sind die Ergebnisse unserer Studie, die eben angesprochenen Thesen, glaube ich, sehr wohl geeignet, hier den Fortschritt zu bringen. Es wird darum gehen, natürlich dann Strom als Energieträger ein Stück weit zu entlasten. Es ist vielleicht nochmal, und das ist im Grunde alles nur ergänzend zu den Ergebnissen der Studie, dafür zu sorgen, dass Strom halt entsprechend eingesetzt werden kann und auch wirtschaftlich bleibt. Das ist angesprochen worden, die Wirtschaftlichkeit von vielen Verfahren und Vorgehensweisen, dass die derzeit nicht gegeben ist. Wir sehen das ähnlich und würden uns natürlich wünschen, dass hier eine entsprechende Unterstützung auch mit Hilfe der Politik erfolgen kann. Am Ende des Tages diskutieren wir heute, hier und heute natürlich so etwas wie Klimaneutralität. Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass allein in Europa im gröberen Umfeld noch über 150, 160 Gigawatt an Kohlekraftwerken aktiv sind. Also das ist mal vielleicht der genaue Gegenpol. Und hier rauszukommen und dann trotzdem bei den nach vorne hin bestehenden Energiebedarfen wirklich Optionen zu haben, das ist, glaube ich, der große Schlüssel. Und deswegen, Erneuerbare müssen eigentlich hoch und schnell hoch und viel schneller als bisher geplant. Das betrifft auch die Industrie, wie eben durch einen meiner Mitpanelisten hier dargestellt. Wasserstoff ist da sicherlich ein zentrales Element und das kann nach vorne hin auch einen sehr großen Beitrag leisten. Aber derzeit sprechen wir eigentlich von Prototypensystemen, die im Bereich kleiner Leistungsaufnahme aktiv sind. Und selbst wenn wir Faktor 3 oder Faktor 6 daraus machen, dann ist das immer noch nicht so viel in Relation zu dem, von dem wir insgesamt sprechen, an Energiebedarf und an dem, was daraus entsteht. Wir glauben, dass Brückentechnologien weiterhin erforderlich sein werden, um alleine zum Beispiel die Kohleabschaltung nach vorne hin entsprechend zu unterstützen. Wir glauben, dass etwa Gas, vielleicht auch mit Carbon Capture Technologien, wie eben angesprochen, hier etwas Entscheidendes bieten kann. Ich glaube ganz bestimmt, dass wir uns relativ schnell auch hier Gedanken machen sollten und vielleicht auch viel schneller als bis dato geplant. Und am Ende des Tages sollte es natürlich auch ein bisschen darauf ankommen, für all die erneuerbaren Energien und damit verbundene, ich sag mal, Stoffe, wie zum Beispiel Hydrogen, auch entsprechende Märkte zu schaffen und auf die Art und Weise Marktmechanismen in Gang zu setzen, die es uns erlauben, wirklich die Technologie nach vorne zu skalieren, sodass wir vielleicht in 2025 oder in 2026 schon ein ganz anderes Bild haben und in 30 allemal. Aber das sind genau die Weichenstellungen, von denen wir derzeit sprechen. Vielen Dank, Herr Dr. Eichold. Herr Langhoff, bleiben wir beim Upstream-Bereich. Sie als Unternehmen machen sich auf im Bereich Klimaneutralität, ich nenne es mal vom Mineralölunternehmen zum Energieunternehmen. Und in Ihrem Portfolio zeigen Sie eben auf, welche Energiewelt der Zukunft wir uns einstellen müssen. Und da bin ich auf ein Projekt gestoßen, das mit dem Namen Get H2 Nucleus, mit dem Sie eben den Aufbau einer öffentlich zugänglichen Wasserstoffinfrastruktur planen. Mich interessiert jetzt, und wir wissen ja, dass wir beim Klimaschutz Tempo reinbringen müssen, ja, wie kann die Politik Ihnen als Unternehmen helfen, um hier eben tatsächlich Tempo reinzubringen? Und die zweite Frage bezieht sich auf eine zentrale Handlungsempfehlung unserer Studie, nämlich auf die CO2-Bepreisung. Inwieweit kann denn eine Weiterentwicklung der CO2-Bepreisung Ihnen bei Ihrer neuen Rolle als Energieunternehmen helfen? Ja, vielen Dank für die Frage. Wir würden uns natürlich immer als Energieunternehmen bezeichnet haben. Das war nur aus der Historie heraus eben diese klassische Monostruktur, die jetzt von einer internationalen Ölunternehmen sich zu einem internationalen Energieunternehmen, was integriert arbeitet. Die Betonung liegt auf integriert. Und ich glaube, wir werden, das hatten meine Vorredner ja auch schon angeschnitten, eine Vielfalt von Systemen brauchen, um die Dekarbonisierung auch relativ schnell zu erreichen. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir auch flüssige oder gasförmige Medien im Energiebereich brauchen, dann gehört auch die entsprechende Infrastruktur dazu. Ob ich nun Stromtrassen hinsichtlich in der Elektrifizierung brauche oder ob ich mit Pipelines, Terminals, Lagern, Tanks, die umzurüsten wären, ja gegebene Assets habe, die ich dann nutzen kann, da würden wir einen Vorteil drin sehen. Gleichzeitig ist natürlich auch die geografische Situation, wenn ich von Offshore-Wind, konkret gesprochen auf das Projekt, was Sie abgezielt haben, Frau Nallinger,
dann wäre es ja in der Nordsee, in Niedersachsen, dort den Wasserstoff herzustellen, aber dafür zu sorgen, dass er dann auch vielleicht in die Industrieregion, wo Stahl, Chemie, insbesondere im Ruhrgebiet vorherrscht, dann über Pipelines das dort jetzt hinzubringen und einzusetzen. Das ist eigentlich das Projekt, was dahinter steht. Der zweite Teil Ihrer Frage, was sind die politischen Rahmenbedingungen? Es ist natürlich Stabilität. Wir begrüßen jetzt die Umsetzung der RED2-Direktive, wo ja auch Wasserstoff enthalten ist. Wunderbar, aber es gilt natürlich auch, das jetzt wirklich legislativ so zu ratifizieren, dass man diese Sicherheit hat und für hoffentlich noch in dieser Legislaturperiode. Ein Akzent bleibt natürlich auch nach wie vor zu sehen, dass die Rahmenbedingungen, da sind wir bei der CO2-Bepreisung, entsprechend angemessen, auch nicht nur in Deutschland, in Europa, sondern auch weltweit. Carbon Leakage wurde schon angesprochen. So sind, dass es auch wirklich ein Level Playing Field ist, was eben wirtschaftliche Stabilität und gleiche Rahmenbedingungen ermöglicht. Und ich glaube, da spielt auch wieder die Kreislaufwirtschaft eine Rolle, sodass dann hier eine Anrechenbarkeit gewährleistet werden könnte. Vielen herzlichen Dank. Herr Harings, gehen wir zur Produktion, zum Midstream. Wenn wir da mal schauen, dann geht es ja ganz viel um Elektrifizierung, um die Nutzung von Wasserstoff in zentralen industriellen Prozessen. Und hierfür schlagen wir ja in unserer Studie die Einführung von Carbon Contracts for Difference vor, wie auch die Förderung von F&E. Was brauchen Sie, Herr Harings, ganz konkret, um Ihre Technologien mit dem Einsatz von Strom, aber auch Wasserstoff vom Labor in die Industriehalle zu bringen? Ja, danke, Frau Nallinger. Vielleicht eins vorneweg. Wir als Kupferindustrie stehen in einem sehr harten internationalen Wettbewerb. Insbesondere ist die Kupferindustrie in Asien, in China in den letzten 10, 15 Jahren extrem gewachsen und stellt heute mehr als 50, fast 60% der weltweiten Kapazitäten dar. Wir stehen also im direkten Wettbewerb und die Produkte, gerade die Metalle, die wir herstellen, sind 1:1 austauschbar. Da gibt es also keine Differenzierung. Das ist, wie man heute neudeutsch sagt, eine wirkliche Commodity. Das heißt, wenn wir jetzt weiter in die Elektrifizierung, in die Dekarbonisierung gehen, dann brauchen wir international wettbewerbsfähige Randbedingungen. Nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, sondern wirklich im Weltmaßstab müssen wir hier Herr Langhoff hat schon gesagt, Level Playing Field muss hier sichergestellt sein, weil sonst kommt irgendwann das Thema der Carbon Leakage, sonst wird irgendwann die Produktion abwandern und zwar dann in Länder, wo das gleiche Produkt mit deutlich höheren Emissionen erstmal hergestellt werden wird. Also langfristig Verfügbarkeit von Energie, eine der wichtigen Handlungsempfehlungen ist ja, dass wir regenerativen grünen Strom und auch grünen Wasserstoff zu wettbewerbsfähigen Bedingungen haben. Und in dem Zusammenhang auch eine langfristige Planbarkeit bekommen. Das ist das Thema ETS, das ist das Thema EEG. Da haben wir in den letzten Jahren immer wieder Diskussionen erlebt, die natürlich zu Verunsicherung führen. Und Investitionsentscheidungen, Großinvestitionsentscheidungen für ein Haus wie Rubis dann letztendlich auch schwierig machen und im schlimmsten Fall sogar zurückhalten oder auf konventionelle Technologie letztendlich, weil es dann der vermeintlich sichere Hafen ist, führen. Also ganz klar, Verfügbarkeit von kostengünstig, langfristig wettbewerbsfähigen Energie, grüner Energie ist der entscheidende Schlüssel und das mit einem Rahmenwerk, was verlässlich ist, auf dem wir aufbauen können. Vielen Dank, Herr Harings. Nun zu Ihnen, Herr Knell. Ich möchte gerne noch ein Thema ansprechen, nämlich zirkuläre Prozesse und Geschäftsmodelle, die ja auch ein wichtiger Hebel bei der Transformation der Industrie sind. Wir arbeiten ja auch in der Stiftung gerade zusammen an einem Projekt zur Circular Economy. Die Frage an Sie, welche Rolle spielt die Circular Economy bei Ihnen bei der Aufstellung in Richtung klimaneutraler Zement und welche vielleicht auch regulativen Hürden müssen überwunden werden, um in der Branche Circular Economy stärker zur Realisierung zu bringen? Ja, vielen Dank. Glaube ich, ein recht komplexes Thema. Wir haben letztendlich ja zwei Dinge, wie die meisten hier bei uns, die aktuell hier auf dem Panel sitzen. Wir haben zum einen ein Produkt, was wir herstellen, was wir wieder in einen Kreislauf zurückführen können. Und wir haben zum anderen eine Emission, mit der wir etwas anfangen können. Und das heißt, an beiden Enden arbeiten wir aktuell. Das für uns nicht ganz einfache Thema CO2
ist deshalb auch eine Herausforderung, weil wir keine indirekte Verbrennung haben, sondern eine direkte Verbrennung. Das heißt, unser Gas, unser Abgas liegt nicht CO2-sauber vor. Wir müssen es erstmal sauber bekommen und dann können wir es einer Verwertung zuführen. Wir sind aktuell dabei mit anderen Zementunternehmen in Baden-Württemberg, Mitte der 20er Jahre eine großtechnische Versuchsanlage zu bauen, wo wir mit Sauerstoff, mit Sauerstoff entsprechend den Verbrennungsprozess führen wollen, um sauberes CO2 zu erhalten und das zum Beispiel dann, da sind wir in Diskussion auch mit dem Land Baden-Württemberg, für Synthetic Fuels zum Beispiel zu nutzen. Das ist zum Beispiel so ein Thema, wo wir versuchen, Kreislauf aufzubauen. Das zweite Thema, glaube ich, da sind wir prädestiniert. Wir stellen einen Beton her, der wird aktuell auch schon verwendet und auch rezykliert. Aber man kann das, glaube ich, noch deutlich, oder das glaube ich nicht nur, sondern das ist so, deutlich hochwertiger tun. Wir sind heute in der Lage, über Aufbereitungstechnologien diesen Beton wieder in all seine Bestandteile so zu zerlegen, dass man ihn auch hochwertig verwenden kann. Man kann zum Beispiel die Sand- und Kiesfraktionen wieder als Substitut für seinen Beton hernehmen. Und man kann die Teile, die ehemaligen Zementteile wieder nutzen, um sie entweder auch wieder der Zementproduktion hinzuzufügen oder aber sogar, das ist das ganz Interessante, über eine sogenannte Rekarbonisierung auch wieder mit CO2 zu beaufschlagen und dann sozusagen das CO2 auch wieder in dieser Zementpaste einzubinden. Also ich glaube, dass wir gerade im Bereich der Kreislaufwirtschaft noch ein enormes Potenzial haben und an beiden Flanken sozusagen greifen wir als Industrie und als Heidelberg Zement aktiv an. Und ich würde mir da wünschen, wir haben jetzt sehr viel von der Zukunft gesprochen, es gibt ein ganz aktuelles Thema, Mantelverordnung, Ersatzbaustoff-Thema. Also wir hätten eigentlich jetzt auch mal ein Handwerkszeug, was die Politik mal verweisen könnte. Hier, das verabschieden wir jetzt und wir können mal den ersten Schritt machen. Damit wäre für uns zum Beispiel schon viel getan. Und ich glaube, es ist, wie es auch meine Vorredner sagten, es gibt da nicht das eine Patentrezept, sondern es ist der Weg von vielen, vielen Optionen und Schritten, der dann letztendlich auch zum Ziel führt. Und das gilt auch für die Kreislaufwirtschaft in Zement und Beton. Ja, vielen herzlichen Dank in die Einblicke in die verschiedenen Branchen. Das ist wirklich großartig, auch mit ganz konkreten Vorschlägen, die Sie hier hervorgebracht haben. Ich möchte ganz zum Schluss die Runde abrunden, bevor wir dann in die Diskussion kommen. Und deswegen bitte wirklich nur den Satz zu vervollständigen. Um ins Handeln zu kommen und bis spätestens 2050 klimaneutral zu sein, kommt es jetzt darauf an, dass, lieber Herr Langhoff, darf ich mit Ihnen anfangen? Dass die entscheidenden Weichen gestellt werden, handeln zu können, um die Wasserstoffwirtschaft hochlaufen lassen zu können. Dankeschön. Herr Knell, bitte. Dass wir uns vielleicht nicht zu sehr in abstrakten Ambitionsniveau-Diskussionen verfangen, sondern dass wir jetzt wirklich hingehen, die Politikinstrumente ausarbeiten und dann nutzen, umsetzen, um den Klimawandel auf den Weg oder den Klimaschutz auf den Weg zu bekommen. Herr Harings. Also auch hier konkrete Maßnahmen, konkrete Instrumente, die es uns ermöglichen, heute nicht wirtschaftliche Technologien schon einzusetzen, im Hinblick, die dauerhaft verfügbar zu haben. Und Herr Dr. Eickholt, bitte. Dass wir mit der Umsetzung dessen, was wir an Plänen haben, sehr konkret und sehr schnell jetzt beginnen. Vielen herzlichen Dank zunächst an Sie für die spannende Diskussion. Es geht jetzt weiter. Ich gebe weiter an Nicola Bock und an Utz Tillmann. Und ich freue mich auf die weitere Diskussion mit Ihnen gemeinsam. Vielen herzlichen Dank. Danke, Frau Meininger. Ja, vielen Dank auch an die Runde der Unternehmer und die Einblicke von Ihrer Seite. Ich darf jetzt diejenigen, die sich noch nicht wieder online gestellt haben, durchaus bitten, die Kamera wieder anzustellen, denn wir hätten Sie gerne noch weiter auf dem Podium, denn wir haben parallel dazu die ganzen Fragen, die eingegangen sind im F&A-Bereich, ein bisschen sortiert und gesehen und verteilt und haben jetzt, glaube ich, für so gut wie jeden von Ihnen ein bis zwei Fragen und schau mal, wie weit wir damit durchkommen. Herr Lemp, würden Sie auch noch Ihre Kamera anmachen? Sehr gut. Und Herrn Scheibler,
Wunderbar. Wenn ich jetzt nicht falsch gezählt habe, sind wir vollständig. Und ich übergebe für die Fragen, die da eingegangen sind, an Utz Tillmann, Senior Advisor bei Agora Energiewende. The floor is yours. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Auch von meiner Seite einen sehr schönen Nachmittag. Und an alle, die bisher schon beigetragen haben, recht herzlichen Dank. Das war wirklich sehr spannend und interessant zuzuhören, was da so alles von Ihnen kommt und was erwartet wird. Und entsprechend viele Fragen haben wir auch bekommen. Wir haben ja einen Großteil schon schriftlich beantwortet. Aber es gibt halt eben auch ein paar, die wir jetzt direkt noch mit Ihnen diskutieren möchten. Ich fange mal mit Patrick Greichen an. Patrick, hier gab es zwei Fragen. Einmal von Frank Lechner. Der möchte gerne wissen, wie wird das Thema Carbon Offset bewertet? Besteht da nicht die Gefahr, dass Klimaneutralität schöngerechnet wird? Das ist mal als erste Frage und ich mache dann einfach gleich weiter. Ja, also das Thema Carbon Offsetting hatten wir tatsächlich auch im Dialog am Anfang einmal kurz. Es war klare Einigkeit, dass wenn man am Schluss die Klimaneutralität haben will, dann heißt das Null Emissionen am Standort und nicht Offsetting. Offsetting kann höchstens auf dem Weg dahin sozusagen eine Übergangsrolle spielen. Wenn zum Beispiel ein Unternehmen sagt, ich will schon 2030 klimaneutral sein, die gesamte technologische Voraussetzung ist aber dann erst 5 Jahre später gewährleistet, dann ist das sozusagen vielleicht Teil einer Strategie. Aber es kann eben immer nur sozusagen so eine Übergangsstrategie sein. Okay, ja, vielen Dank dafür. Eine zweite Frage kommt von Uwe Buchholz. Der möchte wissen, macht es Sinn, grünen Wasserstoff aus Nordafrika zu importieren? Ja, das können wir ja gleich auch nochmal in der Runde, Herr Eickholt, genauer diskutieren. Der Punkt ist, auch in unseren Szenarien brauchen wir beides. Wir brauchen viel grünen Strom und wir brauchen grünen Wasserstoff. Und einen Großteil des grünen Wasserstoffs werden wir importieren müssen, weil wir einfach nicht die Flächen haben, um in Deutschland das herzustellen. Gleichzeitig, je weiter weg es erzeugt wird, desto teurer wird es, weil der Transport kostet ja. Deswegen ist es immer besser, also in der Rangfolge ist klar, erste Priorität hat lokal erzeugter Strom. Wind und Solar kriegen wir in Deutschland 4, 5, 6 Cent die Kilowattstunde. Zweite ist dann möglichst nah erzeugter grüner Wasserstoff. Da reden wir dann wahrscheinlich über Offshore, Nordsee. Und die dritte Kategorie ist dann weiter weg. Auch da ist erstmal Spanien näher als Nordafrika. Da können wir das mit Pipelines über Europa hinlegen. Ich glaube, so eine Rangfolge ist die richtige. Ja, vielen Dank. Kommen wir mal ein bisschen mehr in Richtung Wirtschaft. Herr Scheibel, wie sieht es aus, da sagt Herr Roman Igelsbacher, ist die Annahme, dass die Struktur der Wirtschaft gleich bleibt, wirklich realistisch? Sollte nicht zum Beispiel auch der technologische Wandel, also zum Beispiel Verwendung von Holzbau statt Stahlbeton, eine höhere Priorität haben und berücksichtigt werden? Also es wäre ja naiv zu glauben, dass es keine technologische Weiterentwicklung und Verschiebung von Branchensegmenten gibt. Aber das, worüber wir jetzt reden, also Energiewirtschaft als Basis, für wo alles erzeugt wird, in welcher Ausgestaltungsform auch immer, wird es auf jeden Fall geben. Ich glaube, man wird bauen, auch mit bestimmten Beton-Zement-Elementen auch künftig. Da mag es einen Substitutionseffekt in Richtung Holz geben. Und wenn wir die ganze Struktur so durchgehen, wird Stahl man immer weiter brauchen, kann man nicht irgendwie weiter ersetzen. Kupfer, wenn ich gucke, Aluminium, diese stromintensiven Sachen, werden ein Teil da bleiben, dass möglicherweise über Vermeidung von den Produkten das auch geht und dass dann sich höherwertige Produkte, die wir in Deutschland produzieren, sich durchsetzt. Aber ich sehe auch nicht in unseren Betrachtungen eine statische Betrachtung. Und ich glaube nicht, wenn man sich jetzt mal anguckt, weil es großteils aus den Sektoren kommt und kommt zum Beispiel dieser Mehrbedarf, den wir im Energieerzeugungsbereich gegeben haben, der kommt nicht primär daraus, dass ich die produzierenden Industrien mit abdecken muss. Und das zum Beispiel im Strombereich ist, wenn ich dann nochmal in mehr grüner Wasserstoff reingehen möchte oder sowas, dann brauche ich ja nochmal additive Stromkapazitäten. Also da ist keine statische Betrachtung von Branchenstrukturen drin, sondern wir haben den Status quo angeguckt, die Technologien, und aber auf einer breit gefächerten, auch diese Effekte berücksichtigten Betrachtung, die Energieverbräuche und die Zukunftsprojektionen gemacht.
Ja, vielen Dank dafür, Herr Schalten. Eine zweite Frage kommt von Michael Schaal. Der möchte ganz gerne wissen, wie soll erreicht werden, dass wirtschaftliche Krisen und damit verbundene Schwierigkeiten in der Umsetzung von Klimavorgaben nicht zur Wiedereinführung von Handelshemmnissen oder Zöllen führen kann? Das ist der eine Aspekt, der fügt hinzu, schon jetzt zeigt sich im Wesentlichen, in wesentlich geringere Krisen ein nationales und eigenmächtiges Handeln als schwierig an bei den Akteuren. Jetzt haben Sie ein bisschen die Frage nach der Weltformel an mich ja weitergerichtet. Und wenn ich die wahrscheinlich wüsste, dann hätte ich vielleicht noch Besseres zu tun, als irgendwie für Roland Berger verantwortlich zu sein. Aber um das mal umgekehrt zu sagen, also ich glaube, alles, was wir diskutieren hier, hat was mit offenen Märkten und mit funktionierenden ökonomischen Allokationsmechanismen zu tun, wo man zünftige Elemente beschreiben kann. Mhm. Und ich glaube, uns sind jetzt viele Unternehmer hier im Call, auch meine Vorredner da auf dem Podium waren das, es gehört zum Wirtschaften mittlerweile dazu, dass man auch deutlich macht, dass offene Märkte und das Welthandel und sowas ein Element sind. Und während wir gerade in Deutschland als stark exportorientierte Nation das immer vorausgesetzt haben, wird man künftig auch sagen müssen, dass diese Basis ganz wichtig sind, dass natürlich auch die Verpflichtungen, deshalb haben wir gesagt, WTO-konform, sagen wir diese Grenzregelungen oder sonst was, dass man auch auf internationale Ebenen geht, dass Zertifikatehandel mindestens auf europäischer und dann eigentlich auf globaler Ebene durchgegangen werden muss. Ich bin jetzt mal ganz optimistisch. Vielleicht war ja für die Renationalisierung die Präsidentschaftswahl in den USA, dass man eine Senatsmehrheit hat, schon der Tipping Point. Jetzt gucken wir mal an, was bei den Briten irgendwie passiert, ob dieser nationale Weg sich lohnt. Aber für unsere Erfahrung, deshalb ist, sage ich mal, auch bei jedem Projekt eigentlich, was wir auch als Beratung von Roland Berger mittlerweile machen, so eine Komponente, wie kriegt man den politischen Rahmen mit angestoßen, das sind die Implikationen, gehört eigentlich bei den wesentlichen Projekten mit dazu, weil das ist einfach nicht mehr garantiert, offener Handel, und jeder von uns muss irgendwie drum kämpfen. Und wir werden auch nur in einer gemeinsamen Aktion das beim Klimaschutzthema hinkriegen, weil wir können hier eine Pilotrolle haben, aber die Schlacht wird natürlich noch viel stärker in China und USA geschlagen, weil so multilaterale und internationale Mechanismen eine Rolle spielen. Ja. Wenn ich die eierlegende Wollmilchsau hätte, dann hätte ich sie Ihnen sofort gesagt. Danke, Herr Schalple. Kommen wir zu Herrn Lemp. Herr Lemp, ich habe hier eine Frage von Herrn von Köller, der sagt, wie sieht die Gegenfinanzierung der Stromkosten denn aus? Dazu gehört auch Infrastruktur und die CFDs. Braucht man da nicht eine politische Empfehlung? Und wenn von einer Steuerlösung ausgegangen wird, welches ist dann die zu erwartende Dimension? Naja, man braucht auf jeden Fall eine politische Lösung und eine politische Empfehlung. Insofern bin ich ganz dankbar, in Anführungszeichen, dass Altmaier das Thema jetzt vor einigen Tagen auch angestoßen hat. Auf der Basis muss das aber jetzt konkretisiert werden. Und das heißt, wir brauchen meines Erachtens eine steuerfinanzierte Strompreisgestaltung. Und wenn wir über eine steuerfinanzierte Strompreisgestaltung sprechen und im Kontext dessen, was eben Herr Scheible auch, was die Frage internationale Wettbewerbsfähigkeit im anderen Kontext angesprochen hat, dann heißt es aus meiner Sicht, wenn wir wettbewerbsfähige Industrie und Industriearbeitsplätze haben wollen, dann darf die Gesamtbelastung der Unternehmen, insbesondere für die KMUs, nicht größer sein, als es heute ist. Das heißt, es geht um eine klassische Umverteilungskomponente, die natürlich mit der Politik ausgehandelt werden muss. Wenn die Politik klug ist, macht sie eine Empfehlung, die sie in einem breiteren Konsens beteiligungsorientiert diskutiert, damit es am Ende des Tages auch akzeptiert wird. Mhm. Ja, vielen Dank. Die nächste Frage kommt von Michael Hipp. Der möchte von Ihnen wissen, gibt es eine klare Positionierung der IG Metall zum Thema Klimaneutralität und Transformation, gerne auch strukturiert in ein paar prägnant aufgezählten Punkten, sagt er. Diese klare Positionierung gibt es schon seit längerer Zeit.
Wir haben 2018 begonnen, das Thema sehr strukturiert zu diskutieren im Rahmen eines sogenannten Transformationskongresses. Wir haben dann im Jahr 2019 einen Transformationsatlas erstellt, der für die einzelnen Industriesektoren sehr genau detailliert, wie die Auswirkungen sein werden und darauf aufbauend in der Folge für die einzelnen Sektoren auch diskutiert und definiert, was braucht es an politischen Rahmenbedingungen, an Maßnahmen, um Klimaneutralität zu erzielen. Das ist eine Frage, die immer wieder mal hochkommt unter dem Gesichtspunkt, sind die deutschen Gewerkschaften eigentlich wirklich für die Erreichung der klimapolitischen Ziele, für die IG Metall, aber auch für die anderen deutschen Gewerkschaften, das gilt für die BCE genauso wie für den DGB und die anderen, kann ich das klar bejahen. Wir haben auch in all unseren Beschlusslagen definiert, dass die deutsche Gewerkschaftsbewegung hinter den klimapolitischen Zielen von Paris steht. Ja, das ist gut, dass die Gewerkschaften eine gemeinsame Position an dieser Stelle haben. Das ist wirklich ein sehr wichtiger Beitrag, glaube ich. Ich würde dann fortfahren. Und zwar haben wir zu den Fragestellungen, die die Sabine Nallinger mit den CEOs diskutiert hat, ein paar Fragen. Ich fange aber mal gleich mit der Sabine Nallinger an, denn hier ist von Herrn Kuma eine Frage, der möchte wissen, wie sehen Sie den Einfluss der Finanzinvestoren und Banken für die Wandlung der Industrie in Richtung Klimaneutralität? Ja, die Finanzwirtschaft ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Treiber und ein ganz, ganz großer Hebel derzeit, was die Realwirtschaft, die Unternehmen in der Realwirtschaft angeht. Am Ende geht es ja ganz klar um die Fragestellung eben, wie kompatibel ist ein Geschäftsmodell mit einer klimaneutralen Welt vereinbar. Und wichtig ist eben, dass wir da alle mitnehmen. Wir haben heute die energieintensive Industrie dabei, ganz, ganz wichtiger Player dabei, eben auch die Energieintensive mitzunehmen. Wir in der Stiftung 2 Grad merken eben ganz deutlich, dass diese Fragestellung der Klimaneutralität und der konkreten Umsetzung und Zieleformulierung, dass die sehr, sehr bedeutend ist. Und das bringt eben auch unsere Unternehmen in der Stiftung zusammen. Also ich glaube, das ist zukünftig ein ganz, ganz wichtiger Treiber. Und umso wichtiger ist auch, dass die Finanzwirtschaft mit der Realwirtschaft ins Gespräch kommt, um die Prozesse zu verstehen, um auch einschätzen zu können, wie schnell eine Industrie sich wandeln kann und welche Unterstützung sie braucht. Ja. Ist das eine deutsche oder mehr eine europäische Fragestellung, die wir da betrachten? Also letztendlich ist es natürlich immer eine internationale Fragestellung, die wir betrachten, weil auch die Unternehmensvertreter, die heute auf dem Podium sind, ja international wirken und wichtige Standorte eben auch bedeutende Standorte international haben. Ich glaube, wichtig ist, weil die Finanzwirtschaft treibt ja auch um, dass sie tatsächlich harte Kriterien bei der Kreditvergabe in Zukunft vielleicht zum Einsatz bringen wollen, wo der CO2-Fußabdruck von Unternehmen eben ganz zentral ist. Und wichtig ist, dass man rechtzeitig in Dialog kommt, damit die Unternehmen sich auch darauf einstellen können. Und das tun wir auch mit der Studie sehr gut. Ich glaube, Dialog ist da eine ganz wichtige Grundlage an der Stelle. Ne? Ja. Ja. Ja, vielen Dank, Sabine. Kommen wir zu Herrn Eickholt. Herr Eickholt, ich habe auch zwei Fragen für Sie. Einmal eine, die bestimmt nicht ganz einfach zu beantworten ist. Wo sollen die enormen Mengen Wind- und Sonnenkraft herkommen, beziehungsweise geplant und flächenmäßig hergestellt werden, wo es doch heute schon Akzeptanzprobleme im Flächenbereich gibt? Ja, vielen Dank. Also das ist in der Tat keine ganz so einfach zu beantwortende Frage. Ich glaube aber, die Frage in Ihrer Beantwortung kann sich auch ein bisschen orientieren an dem, was eben zum Wasserstoff gesagt wurde. Also es wird eine Reihe von Möglichkeiten geben, zum Beispiel Wasserstoff und vielleicht auch ein bisschen Solarenergie lokal zu erzeugen.
Und dann muss man versuchen, ein Stufenkonzept aufzubauen. Und es wird natürlich unwirtschaftlicher, je weiter man weggeht. Und ich glaube, das wird im Wesentlichen dann am Ende die Antwort enthalten. Das heißt, es wird einen Mix geben an diesen Energieformen, die wir für uns zum Einsatz bringen können. Und je weiter es weg ist oder je weiter wir diese Dinge, diese Energieformträger dann heranführen müssen, desto weniger wirtschaftlich wird es werden. Aber dass wir es komplett aus Deutschland heraus für den deutschen Bedarf machen würden, ist dieser Tage, glaube ich, eher unwahrscheinlich. Vielen Dank. Eine zweite Frage kommt von Herrn Abdallah. Der möchte wissen, wie Sie zum Thema PTX-Kraftstoffe im Straßenverkehr und generell im Verkehrssektor stehen. Also wir sehen das im Grunde sehr positiv, auch wenn wir uns an der Stelle natürlich eher am Anfang befinden. Es gibt zum Thema Wasserstoff oder Brennstoffzellen diesbezüglich ja in dieser Tage noch nicht so viel, was wirklich in Serienreife geht. Nichtsdestotrotz, große Spieler wie Bosch haben an der Stelle einiges investiert und möchten nach vorne treten. Es gibt auch natürlich japanische Hersteller, die diesbezüglich aktiv sind. Generell sehen wir das als sehr positiv und ein probates Mittel natürlich, um auf die Art und Weise dann auch die Emissionen ein Stück weit zu reduzieren. Wir haben auch verschiedene Projekte, wo wir mit Partnern darüber nachdenken, zum Beispiel lokale Verkehrsunternehmen mit entsprechend im einfachsten Sinne einer Wasserstofftankstelle, aber es ist doch ein bisschen mehr auszuschalten. Ja. Also es ist möglich, diesbezüglich was zu tun. Ich persönlich glaube auch, dass es da Potenziale gibt, die wir bisher noch gar nicht richtig sehen. Umso wichtiger ist es, dass wir halt jetzt in die Umsetzung kommen. Ja, können Sie sich der Meinung von Herrn Abdallah anschließen? Er sagt, es gäbe da einen Widerspruch. Auf der einen Seite würde für Verbrenner ein Ausstiegsdatum formuliert und auf der anderen Seite würde aber versucht, auch PTX in den Straßenverkehr einzubringen. Also wie passen diese zwei Aspekte zusammen? Ja, da sehe ich jetzt nicht direkt den Widerspruch, außer dass ich manchmal den Eindruck habe, dass wir sehr viel konkreter sind mit dem, was wir eigentlich nicht wollen, als mit dem, was wir eigentlich wollen. Vielleicht wäre der Hinweis dann, wir müssten das mal ein bisschen andersrum gewichten. Wunderbar, ja. Vielen Dank für diese charmante Antwort. Herr Harings, Herr Albicker hat eine Frage an Sie und möchte wissen, würden Sie den Einsatz von Carbon Contracts for Difference auch in Ihrer Branche, also losgelöst jetzt von Stahl und Chemie, befürworten und etwa zum Beispiel für den Einsatz von Strom oder Wasserstoff zur Dekarbonisierung von Prozesswärme? Ja, also ein klares Ja. Also ich hatte ja als kurz angerissen das Thema Einsatz von Wasserstoff in der Metallerzeugung. Und wir brauchen da ein Reduktionsgas. Und heute ist der Einsatz von Wasserstoff im Labormaßstab belegt. Wir werden auch im ersten Halbjahr dieses Kalenderjahres werden wir einen großindustriellen Versuch machen, um Erdgas durch Wasserstoff zu ersetzen. Aber wie ich bereits sagte, ist das heute Faktor 4 teurer als der Einsatz von Wasserstoff, als der Einsatz von Erdgas. Das heißt, aus wirtschaftlichen Gründen, und ich habe ja auch betont, wir stehen in einem harten internationalen Wettbewerb mit unseren Metallen, hier wäre eine Anschubfinanzierung, eine Übergangsfinanzierung mit der klaren Perspektive, dass wir davon ausgehen, dass in absehbarer Zeit auch die Erzeugung von Wasserstoff deutlich wettbewerbsfähiger wird. Also nur Sinn, wenn wir wirklich sicher sind, wir haben einen Zeitpunkt, wo sich das Ganze von selbst trägt. Also deswegen, ich glaube, als Investitionshilfe in neue Technologien wären diese Carbon Contracts for Difference ein sehr, sehr hilfreiches Instrument. Ja, vielen Dank dafür. Ich gehe jetzt mal schnell weiter zu Herrn Christian Knell. Herr Knell, Herr Ono fragt, halten Sie CCS in Deutschland für realistisch? Also never say never, würde ich jetzt mal sagen. Das ist so eine sehr hypothetische Frage. Ich weiß, dass die natürlich auch politisch aufgeladen ist. Also ich halte CCS erstmal an sich für durchaus eine Technologie, über die es sicherlich sinnvoll ist, auch mal nachzudenken. Weil ich verstehe natürlich auch den Ansatz aus anderen, es war auch die Diskussion ja bei der Kohle, dass ich glaube, auch CCS kein Freischein sein darf. Das gilt auch für unsere Industrie, die Bemühungen zum Klimaschutz und zur CO2-Abbau hinten anzustellen.
Aber wie Herr Dr. Greichen ja auch oder wie die Studie auch sagt, ich meine, wir haben eine Portion Restemissionen in unserem Umfeld oder in unserer Industrie, die wir, wo wir wahrscheinlich an dem Thema CCS auch nicht ganz vorbeikommen können. Ob das jetzt in Deutschland sein mag, ich glaube, da wir haben ein Unternehmen aktuell in Norwegen jetzt gerade mit einem Ölproduzenten dort, wo wir unsere Zementabgase in einem großtechnischen Versuch ja, unter die Erde wieder pressen, was ja in vielen anderen Ländern eigentlich auch gang und gäbe ist. Also die Carbon Capture Storage ist ja keine Neuerfindung, sondern es gibt jahrzehntelange Erfahrung damit. Also ich sage mal so, ich glaube, wir machen es da, wo es aktuell vielleicht mal einfacher ist, auch auszuprobieren, ob das jetzt in Deutschland sein muss. Damit haben wir uns aktuell eigentlich noch nicht beschäftigt. Eine zweite Frage, die geht so ein bisschen an Ihren Business Case direkt. Und die kommt von Rolf Weber, der möchte nämlich wissen, inwieweit kann Holz genutzt werden, um die Nutzung von Zement auslaufen zu lassen? Ja, ich habe das vorhin, das war kurz. Bestimmt nicht neu, die Frage für Sie. Die Frage kommt immer. Ich glaube, also ich verstehe diese Frage ja letztendlich auch. Und sie zeigt ja letztendlich auch, dass da jemand in eine Richtung denkt und sagt, wie kann man CO2-Emissionen da vermeiden? Vielleicht einfach nur nochmal, man muss sich mal das Mengengerüst angucken. Also Beton oder Zement ist ja ein billiger Klebstoff sozusagen, ein sehr billiges und Massengut, was wir hier haben. Und Sie werden sicherlich das ein oder andere Einfamilienhaus statt in einem Beton, wenn es Ihnen nicht gefällt, in Holz machen können oder sowas. Aber wir haben ja ganz, das sind die kleinen Bereiche. Die großen Einsatzgebiete von Beton liegen ja in Infrastrukturmaßnahmen, in Industriebauten, in diesen Bereichen. Und da wird es mit der Substitution schon sehr, sehr schwer. Und wie alles, also auch den Fragesteller, muss man natürlich sagen, hat alles sein Für und sein Wider. Also Sie müssen erstmal die Holzmengen zur Verfügung stellen. Ich sitze hier in Heidelberg, ich habe einen Stich von Merian. Da sehen Sie, dass die ganzen Wälder drumherum nicht existierten, sondern weil aufgrund von Schifffahrt und Bauaktivitäten die Hölzer und die Wälder hier abgeholzt waren im Odenwald und an der Bergstraße. Und wenn Sie die dann aus Indonesien oder aus dem Amazonas oder aus Russland anschippern, dann ist das vielleicht auch nicht ganz so gut. Das ist so das Erste. Und das Zweite ist natürlich auch, wenn Sie mal an Städte, an Urbanisierung denken, an das globale Thema. Ja, wir können natürlich in Deutschland, in einem entwickelten Land, glaube ich, so argumentieren. Aber für die Welt letztendlich, wo wir Bevölkerungswachstum nach wie vor haben, wo wir einen Zugewinn an Beton Jahr für Jahr haben, ist das keine Lösung. Und deswegen glaube ich, sind die anderen Maßnahmen hier oder kann Holz einen Teil vielleicht darstellen, aber es entbehrt nichts, wirklich an der Dekarbonisierung auch des Prozesses in der Zementherstellung zu arbeiten. Sprich, Ihr Business Case ist nicht in Frage gestellt. Der Business Case unterliegt aktuell enormen Herausforderungen und wir sind Ingenieure, okay, die mit Freude an dieses Thema rangehen. Wunderbar, vielen Dank. Herr Langhoff, Herr Hanno Böck fragt, er bezieht sich darauf, dass Sie das Projekt mit dem Thema Elektrolyse für Raffinerie erwähnt haben und sagt, sind solche Zwischenlösungen überhaupt sinnvoll, wenn man Klimaneutralität erreichen möchte oder wenn man das darauf abzielt? Er hebt hier ab auf die Fragestellung der Langfristigkeit der Investitionen. Vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen. Greife ich gerne auf, denn man muss sich vor Augen führen, dass ja mit einer Elektrolyseanlage zunächst direkt Dekarbonisierung erreicht werden kann im Raffinerieprozess, der ja noch klassische Treibstoffe herstellt. Aber darüber hinaus habe ich ja Wasserstoff, den ich dann als reines Energieelement später einsetzen kann. Also gehe ich davon aus, dass diese Investitionen nicht Sunk Money sind, sondern eigentlich auch weiter dann nachhaltig betrieben werden können. Okay, wunderbar. Vielen Dank, Herr Langhoff. Ich habe auch noch eine zweite Frage für Sie von Jutta Paulus. Die möchte wissen, inwiefern sollen, können Methanemissionen der Vorkette bei der Nutzung von fossilen CH4 bepreist werden? Gut, ein Schritt nach dem anderen. Wir sind im Moment bei der CO2-Bepreisung. Insofern ist Methanbepreisung sicher, das müsste ja auf globalem Level passieren. Das ist ja angesprochen, insbesondere bei der Entstehung in der Exploration, wo alle versuchen, das möglichst zu reduzieren. Wir haben uns auch selber als Unternehmen global ein Ziel gestellt. Auf der anderen Seite glaube ich, es wird sehr schwierig sein, hier eine Währung zu definieren,
aber als hehres Ziel durchaus vertretbar. Ja, gut, wunderbar. Lassen Sie mich ganz kurz, mit einer ganz kurzen Antwort. Ich hatte ja eben schon Herrn Eickholt gefragt, was er davon hält, dieser Widerspruch, der scheinbare Widerspruch zwischen Verbrenner auf der einen Seite und PTX auf der anderen Seite. Wie sehen Sie diese Fragestellung? Ich meine, Sie sind ja direkt davon betroffen. Also da war die Fragestellung PTX-Kraftstoffe für den Straßenverkehr und ist das ein Widerspruch, wenn man auf der einen Seite aus dem Verbrenner aussteigen möchte und dann gleichzeitig aber PTX in den Markt bringen möchte? Ich glaube, die Frage ist an Herrn Langhoff gerichtet, nicht? Ja. Gut. Ja, ja. Ja, ja. Also gut, ich hatte das war direkt, nicht ganz klar. Jeder bekommt es. Das greife ich gerne auf. Also ich glaube, wir werden auch hier in der Mobilität einen Mix brauchen. Also auf der einen Seite noch in den Bereichen Schwerlastverkehr etc., Flugverkehr, Schiffsverkehr, ein flüssiges Medium, was dann kombiniert ist mit der Elektromobilität, kürzere Strecken, leichtere Fahrzeuge. Also ich sehe hier auch einen Mix. Ganz eindeutig. Ja. Vielen Dank. Ja, ja. Wunderbar. Ich wollte nur noch mal von dem Raffinerie-Experten mal kurz ein Feedback auf diese Fragestellung haben. Entschuldigung, wenn ich Sie da überrascht hatte. Ich dachte, ich hätte Sie direkt auch angesprochen. Aber ich dachte, weil Sie Herrn Dr. Eickholt erwähnt hatten. Sorry, war mein Lapsus. Alles klar. Gut. Das war jetzt mal ein kleiner Parfumritt durch die Fragen, die wir hatten. Viele, viele sind ja beantwortet schon im Chat. Und ich gebe direkt zurück an Nicola, bitte. Ja, vielen Dank auch nochmal in die Runde. Einmal an die Projektpartner Patrick Reichen, Sabine Nallinger und Stefan Scheible für die Vorstellung des Papiers. Dann an die Unternehmenschef, Herrn Dr. Eickholt, Herrn Knell, Herrn Langhoff und Herrn Harings für die Bereitschaft, bei dem Unternehmensgespräch mit dabei zu sein. Und auch an dich, lieber Utz, für das Aufbringen der Fragen aufs Podium. Und ich möchte auch gerne noch all diejenigen, die im Hintergrund tätig waren und mitgeholfen haben, dass wir wirklich einen Großteil der Fragen beantworten konnten. Es sind immer noch einige unbeantwortete. Sehen Sie es uns nach, aber bitte macht gerne alle die Kameras an. Dann machen wir mal das Podium so richtig voll, damit das Publikum sehen kann, wer hier noch alles beteiligt war. Janik, Martin, Annika, Maxi, Heiko, Daniel, bitte gerne auch aufs Podium kommen. Und wir machen noch mal ein bisschen Chatgewitter jetzt für Sie, liebes Publikum, für diejenigen, die noch dabei sind. Aber ich sehe, wir sind noch über 200. Sie finden die Studie und die Präsentation auf unserer Webseite. Maxima Zanke, bitte einmal noch mal in den Chat posten. Können das da nach wie vor noch durchblättern, ansehen und so weiter. Der Mitschnitt wird vermutlich noch im Laufe der Woche auf unserer Webseite sein. Wir informieren über solche Dinge immer gerne über unseren Newsletter. Das heißt, wenn Sie auf dem Laufenden bleiben möchten über neue Studien, anstehende Veranstaltungen oder auch Hinweise dazu, wenn Mitschnitte online sind, abonnieren Sie den doch einfach. Ich glaube, wir haben den auch gerade in den Chat gepackt. Wir haben auch die Webseiten von der Stiftung 2 Grad und Roland Berger mit dazu gepackt, wenn Sie da auch auf dem Laufenden gehalten werden möchten. Und ansonsten bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, das Mitmachen auch mit den vielen Fragen. Wünsche Ihnen einen guten Nachmittag. Bleiben Sie gesund und frohen Mutes und halten Sie durch. Wir geben uns auch die größte Mühe und wir sehen Sie hoffentlich bald wieder. Wir bleiben noch ein paar Sekunden auf dem Podium. Offiziell ist jetzt vorbei und Sie können gemächlich aus dem Raum heraus. Auf Wiedersehen. Ciao. Ja, Wiedersehen auch von uns. Vielen Dank fürs Kommen. Tschüss. Ciao. Ciao.